Yes. Flugmodus die Mölle. Mhm. Ja. Prost die Dame, Prost die Herren. Das war auf nein, Leute. Prost. 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 Oh, das sieht echt lecker aus. Ah. Mm. Das Salz hier köstlich. Das ist ein Naturradler. Und willkommen beim Bierdorfer Podcast 263. Wir schreiben den 5. Juli 2016. Wir befinden uns in einem kleinen Innenhof des AKH, alten AKH Wiens. Heute sind dabei der Gregor, Stefan, Jana, Dennis und der Horst. Und das Ganze von der Stadt mit freundlicher Unterstützung von woconnect.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg. Und vielen Dank ans Klebemonster und vielen Dank an die Flatterer und vielen Dank an alle, die uns hören und besuchen. Und feedbacken. Feedbacken, genau. Ah ja, feedbacken. Haben wir denn wieder ein Feedback? Nein, mein letzter Aufruf wurde ignoriert. Also ich schätze, unsere wahre Hörerzahl ist genau 10. Zumindest sind das die, die sich öffentlich dazu äußern. Den anderen ist es wohl peinlich. Ja. Ja. Hören uns nur heimlich unter der Bettdecke und genieren sich dafür. Ja, genau. Ja, machen wir unseren Teaser-Inhaltsverzeichnis. Worüber wollen wir heute reden? Anna schaut entgeistert. Ja, das ist mir ein bisschen peinlich, aber also ich habe jetzt mal wieder Dr. Who geschaut und jetzt einen anderen Doktor und bin im Gegensatz zum letzten Mal völlig begeistert. Mhm. Da könnte ich vielleicht ein bisschen erzählen. Ja, schön. Über unsere Bundespräsidentenwahl? Oh. Ja, muss wohl sein. Ja. Wir sind wohl zu gedrungen. Ja, ich erzähle über das Spiel This War of Mine. Und ich glaube, ich habe euch noch nicht erzählt über das Spiel Evoland, oder? Habe ich euch da schon was erzählt? Ah, recht. Erzähl es mir doch nochmal. Ich kann ein bisschen aus dem Kursleben erzählen. Ich habe mir eine neue Serie angeschaut. Heldensagen vom Kosmosinsel. Ui. Gut. Teaser aus. Termine? Ah. Ein Termin. 23. bis 24. September 2016, Juruko in Sofia in Bulgarien. Ich glaube, ich habe den Termin schon mal gesagt, aber jetzt habe ich mich auch angemeldet dafür. Das heißt, wir können uns dort treffen. Das ist eine Ruby-Konferenz? Das ist die European Ruby-Konferenz, genau. Wieder mit schöner Speakerline, unter anderem dem Mats, dem Erfinder vom Ruby, und eine ganze Menge andere nette Leute auch. Das ist auf der Webseite, die wir verlinken in den Shownotes drauf, die Speakerline. Zweitägige Konferenz in, wie gesagt, mitten in Sofia, mitten in der Stadt. Schaut ganz nett aus, das Sofia. Ich war noch nicht dort, aber ich meine jetzt auf Fotos. Mhm. Und Eintrittspreise sind auch recht moderat. 2 Tage Konferenz inklusive T-Shirt 65 Euro. Das geht, ja. Und Hotel direkt am Platz dort pro Doppelzimmer pro Nacht 50 Euro. Mhm. Ist auch manierlich, würde ich sagen. Doppelzimmer, ja. Okay. Ja. Mit Frühstück sogar, glaube ich. Ja. Also ist auch ein Städtetrip möglich. Nice. Und nun? Das war der Bierdaucher-Podcast. Ja, wir verabschieden uns. Ja, ich habe sonst keine Termine. Habt ihr Termine? Friday Night Skating. Ah, stimmt. Ah. Hm. Ja. Waren wir sogar. Da waren wir. Und am Freitag wieder. Cool, wie war's? Wie war's? Ja. Ja, gut, wie immer. Wir haben die U-Bahn aufgehalten. Alle miteinander. Die U4. Ja, das geht, weil die U4 ist zurzeit nur Schienenersatzverkehr. Ach so. Ja, auf dem die stand daher hinter uns im Stau, in Busform. Mhm. Mhm. Und also wir sind nach Hütteldorf gefahren, zu Paartausend, war ganz lustig. Mhm. Ich habe keine Termine, ich würde gerne eine Feedback-Verlesung machen. Leider habe ich kein Feedback. Ich kann deshalb nur eine Feedback-Aufrufung machen. Bitte weiterhin den Bierdorfer Feedback-Boden ausfüllen, damit er verlesen werden kann. Fieden Sie uns back. Fieden Sie uns back, genau. Na, du hast gar keine Feedet Fan. Uns back. Mhm. Okay. Du bist bei Du mit dem Hörer. Ach so. Feedet uns back. Ja, genau, stimmt. Ja, genau.
So technischen Kram haben wir halt gar nicht, oder? Ich habe auch ein bisschen gelesen, aber ist mir jetzt nichts irgendwie so hängen geblieben. Ich kann von Pocket Code ein bisschen erzählen. Ja. Das ist so eine Programmiersache für Kinder. Okay. Hast du jetzt frisch kennengelernt oder kennst du schon? Ich kenne es schon seit circa einem Jahr. Ich habe einen Vortrag im MetaLab einmal von Wolfgang Slantki gehört. Mhm. Der hat das in Grazer Professor, der das aufgebaut hat. Und die Idee ist, dass du direkt am Smartphone ohne Tippen, also Apps zusammenwischen kannst. Also eine visuelle Zusammenwischprogrammiersprache. Swipe your code, ganz genau. Und da habe ich jetzt einen vierstündigen Workshop in einer Schule gemacht und jetzt habe ich gerade einen Sommerkurs laufen, wo Kinder zweimal drei Stunden bei mir waren. Mhm. Also jetzt, morgen beginnt der dritte Tag von einem Sommerkurs. Und ich bin bis jetzt ganz angetan, der Hauptverkaufspunkt, das ist eine Open Source gratis Sache natürlich, heißt Pocket Code, ist, dass du es halt am Handy installieren kannst und die meisten Kinder haben nicht ständig Zugang zu einem Computer oder haben gar keinen Computer, aber wirklich jedes Schulkind hat jetzt derzeit schon ein Smartphone, mhm, das gut genug ist, dass dieses Pocket Code drauf läuft. Ja. Das läuft unter iOS und Android? Es läuft derzeit nur unter Android, aber es ist Open Source, also es könnte theoretisch sich jemand hersetzen und eine iOS-Version machen. Mhm. Ich nehme aber an, dass der Hauptsponsor Google daran derzeit nicht so interessiert ist. Aber ach, da das ist Google dahinter, okay, verstehe. Also die sponsern das, so wie ich mitgekriegt habe. Und was für einen Anwendungsfall lässt du dann programmieren? Was kann man da so machen als Anfangsbeispiel? Ja, es ist sogar so eine Art Repository drauf wie bei Scratch. Also du kannst schauen, was andere Leute gemacht haben, so ein Erkundungspunkt, und kannst auch deine eigenen Programme hochladen. Okay. Das heißt, ohne irgendwie programmieren zu können, hast du auf einen Knopfdruck jeder Menge Spielchen aus dem Internet, die andere Leute damit programmiert haben. Und da du Zugriff auf die Sensoren vom Smartphone hast, vor allem auf den Neigungssensor und auch den Kompasssensor, kannst du diverse Spiele machen, wo du das Smartphone schräg hältst und dadurch bewegt sich eine Kugel oder ein Raumschiff. Schön, du kannst natürlich auch herumtippen und es gibt diverse, diese berühmten Spiele, wo die du auch einen Frosch spielen lassen kannst, wo so Fliegen kommen und du musst sie tippen. Ja, und so Touch-Spiele, ja. Da gibt es. Und sonst, ich meine, wenn du dich genug spielst damit, du hast Schleifen und Verzweigungen und das objektorientierte Messages, also von Events, ein Event-System. Okay. Das heißt, du kannst auch durchaus komplexere Sachen damit machen. Man muss es halt zusammen swipen und nicht tippen. Also als Programmierer fühlt man sich ständig behindert, weil ich möchte das tippen und ich möchte jetzt nicht umständlich ein Menü antippen müssen und mit dieser Drag-and-Drop-Steuerung am Smartphone kämpfen, die eh schon im besten Falle nicht immer ganz genau das macht, was ich will. Aber für die Kinder, habe ich gemerkt, ist das eher der natürlichere Weg, weil sie gewohnt sind, herumzuswipen. Es macht ihnen auch nichts, wenn eine App abstürzt und sie müssen das dann noch einmal starten. Mhm. Da können sie besser umgehen als ich damit. Aber mit Tastatur werden sie langsamer. Mhm. Also es ist durchaus okay, speziell für Kinder. Mhm. Und sonst kann ich berichten, ich habe jetzt ein Schulworkshop gehabt, da haben wir so ein Feuerwehrspiel gemacht, also dass du unten so ein Feuerwehrleute mit einem Sprungtuch hast. Du musst das Handy schief halten und dadurch gehen die hin und her. Und dann nach der Pause haben wir gemacht, dass von oben dann Leute vom Haus runterfallen und du musst sie mit dem Tuch auffangen. Und wenn du es nicht machst, das war der Höhepunkt, haben die Kinder sich fotografiert, weil sie am Boden liegen, dann gibt es halt so einen Fail. Ja. Und dann noch ein Punktezähler. Also das alles ist sich in 4 Stunden ausgegangen, inklusive eine halbe Stunde im Turnsaal Fotos machen mit 20 Kindern. Also man kann recht schnell damit. Ist auch ein Offenstool, ist ein Trikontronik-Klassiker, kann ich mich. Ja. Hatte ich früher mal so. Es gibt es auch unter Linux, Zirkus Linux. Also es gibt es noch immer als Paket. Ja. Du kennst das, Stefan, oder was? Nein, ich erinnere mich auch an die Trikotronik. Die Trikotronik, es war mein Jongleur. Ist immer schneller geworden, schrecklich, ja. Aber eben lustig. Ja. Und während du darüber geredet hast, habe ich es schon installiert. Es hat eine Schwester-App, die heißt Pocket Paint. Das ist ein Malprogramm, ein Pixel-Malprogramm am Smartphone halt, auf Fingersteuerung ausgelegt. Und die beiden interagieren halt. Also du kannst Sprites oder Fotos dann mit Pocket Paint freistellen oder malen. Okay. Anna? Ja, ich schaue mir es jetzt gerade an, was der Dennis da so
Ich habe der Anna gestern schon empfohlen, dass sie das damit programmieren lernen soll. Ich weiß jetzt bloß nicht, warum du mir speziell mir das empfiehlst, dass ich mit Bildchen programmieren lernen soll. Einfach so, weil ich das Gefühl habe, dass du vom Stefan nur überkomplizierte Programmiersprachen eingeredet kriegst, die ihm taugen, aber dir nichts bringen. Wie bitte? Du wolltest dir Python beibringen oder Java? Ja, Python wäre ja cool. Ich habe jetzt vorgestern, glaube ich, habe ich mir ein Java-Tutorial angefangen. Und finde es eigentlich ganz nett, aber das darf man nicht sagen, oder? Naja, warum nicht? Ja, geht's Java. Aber das ist ja ganz praktisch, da kann man gleich so auf Android rumtun und so. Warum nicht? Gibt ja auch schöne auch Libraries für Java, ne? Ja. Also Swing und so. Das schnell ein GUI machen. Also ich habe wieder festgestellt, dass das wie mit dem Tutorial ist, wie mit allen Tutorials, die fangen irgendwie bei Adam und Eva an und das ist alles im Detail, im Detail, im Detail und dann kommen Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben und dann macht so einen Sprung und dann... Bist du im Freien. Und dann sind irgendwelche Sachen, wo überhaupt nichts erklärt ist und wo der Autor sich gedacht hat, irgendwie, dass man jetzt Gedanken lesen kann, glaube ich. Ja. Und dann so ein Punkt bin ich jetzt gerade wieder, wo ich mir dann denke so... Ja, wenn er mir vorher erklärt hätte, was er jetzt will, dann wäre es vielleicht gar nicht verkehrt. Also das ist so, ist das so, wenn man anfängt das zu programmieren? Das ist ein ganz allgemeines Problem, was viele bemängeln, auch bei Tutorials. Es gibt viele von Null auf Steinzeit-Niveau Tutorials, die sind ja auch leicht zu schreiben. Ne? Und dann aber der größere Spruch, dann sinnvoll programmieren können oder etwas größere Aufgabenstellungen meistern, da fehlt es meistens an diesem Zwischenstück. Hm. Da steht dann nur, lesen Sie diese und diese Literatur und da finden Sie im Forum ganz viele Sachen. Ja, so ist das noch nicht einmal. Das ist ein und dasselbe Tutorial, aber da habe ich das Gefühl, da fehlen irgendwie 5 Kapitel. Okay, egal. Nein, aber das ist trotzdem irgendwie ganz nett. Den Kritikpunkt findest du bei jeder Programmiersprache. Ah, das ist überall so, okay. Ich nehme an, es hängt auch damit zusammen, dass das ein bisschen schwerer zu schreiben ist. Also wenn du jetzt Tutorial schreibst, der Anfangsdinger hast schnell geschrieben und dann auch dein Spezialgebiet irgendwo, aber so den langweiligen mittleren Teil, das ist halt sehr zach. Ne? Ja, so kommt es mir auch vor. Ich habe halt jetzt nebenher... Und dir ist eh alles klar, ne? Du kannst ja programmieren als Autor. Ich habe halt nebenher x Wikipedia-Artikel auf, wo ich dann immer hin und her blättert. So, es geht langsam, aber so. Ja, aber vielleicht sollte ich dann doch mit Bildchen mal irgendwie was machen zur Abwechslung. Das Problem dabei ist, bei diesen Tutorials nicht, dass es irgendwie kompliziert wäre aufzuschreiben, sondern man müsste sich in diesem Fall wirklich in jeden einzelnen der Leser hineinversetzen und man kennt diese Leser überhaupt nicht und die sind so total unterschiedlich, da würde dann zum Schluss 5 Bücher rauskommen, um vielleicht 20% der Leserschaft abzuhandeln für diesen Mittelteil. Und das ist wirklich nicht praktikabel. Ja, ich sehe es. Ich glaube es ja. Ja, also im Endeffekt ist es wirklich so, dieser Mittelteil entscheidet eigentlich mehr oder weniger darüber, ob der Leser es schafft oder nicht. Wenn er es schafft, dann hat er glücklich gewonnen. Ja, es ist sozusagen auch gleichzeitig ein Test. Ansonsten fehlt da noch einiges. Und dann... Es fehlt natürlich dann auch an Motivation, je nachdem. Und vielleicht wäre es praktisch, wenn da drin steht, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Jetzt nicht aufhören. Ja, Sie schaffen das. In diesem Teil kann ich Ihnen, bei diesem Teil kann ich Ihnen nicht helfen. Es wäre auch cool vom pädagogischen her, wenn du in dem Zeitpunkt, wo du jetzt die Grundbegriffe kennst, ja, aber noch nicht genug Übung hast, ja? Wenn du jetzt einfach nur wem zuschauen könntest, wie der ein Projekt macht. Ohne dass du gar nichts selber tun tust, sondern einfach nur, was weiß ich, dem seine Kommentare verschönerst oder einfach so mitarbeiten wo. Weil zum Teil ist es einfach nur eine Übungssache dann oder eine Know-how-Sache. Also es ist zum Teil, ich sehe dann auch schon, dass, also teilweise ist es so, dass ich irgendwelche Begriffe einfach nicht kenne, wo mir aber schon klar ist, dass für den Autor das völlig undenkbar ist, dass man das nicht weiß. In Wirklichkeit ist das eine Verschwörung von EDV-Buchautoren, weil die ja alle nicht vom Buch leben, sondern von ihren Nebenjobs an der FH, wo sie irgendwelchen 17-jährigen Java beibringen. Und deshalb ist die Literatur weltweit schlecht damit. Ja, genau. Die Jobsicherung. Genau, die schützt sich. Sonst könnte ja jeder kommen, Frauen und Kinder und die Jobs wegnehmen. Wollen wir nicht. Also an dem Punkt empfehle ich einfach wirklich jemanden zu suchen, der es einem beibringen kann. Und selbst da
gibt es sehr viele Unterschiede. Mhm. Also ich versuche auch ab und zu Leuten was beizubringen und bei den einen klappt es, bei den anderen nicht. Also das ist sehr unterschiedlich. Ja, es gibt halt verschiedene Lerntypen und verschiedene Arten, das zu vermitteln. Und das Denkmuster ist auch ganz gravierend. Zum Beispiel gibt es Leute, boah, das ist viel zu kompliziert, sagen sie, wenn man etwas versucht, wenn man, jetzt das sind ja wieder Fachbegriffe, wenn ich über das Refaktorisieren rede und sage, ja, es ist besser, wenn man das abstrahiert und so weiter. Es ist ja viel zu kompliziert. In Wirklichkeit ist das, was die Leute geschrieben haben, nicht einfach, sondern primitiv. Und was ich ihnen zeige, sieht vielleicht komplexer und komplizierter aus, ist aber in Wirklichkeit einfacher. Ja, also eleganter. Ja, und eleganter, ja. Ja, aber ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich so Guides oder Bücher kenne, wo ich glaube, dass keine großen Lücken drin sind. Weil, wo die Anna es erzählt hat, habe ich so etwas Ähnliches gedacht, wie dann der Dennis gesagt hat. Ich habe nur noch an der Formulierung gearbeitet, aber ich stimme da voll zu. Das Problem ist, dass man eben überhaupt nicht weiß, die ganzen verschiedenen Leute, wie sie daherkommen mit unterschiedlichem Vorwissen. Und ich glaube, zwei gute Sachen sind mir eingefallen dazu. Das eine hast du gestern erwähnt, wo wir darüber mal geredet haben, über ähnliches Thema, nämlich von Gregor Lingl, das Python for Kids Book. Ja. Ich glaube, das hat keine Ärgernlücken drin in seiner Konzeptuierung. Es ist natürlich ein bisschen. Er hat vor allem hinten dann ein komplettes Spiel gemacht, ein erwachsenes Projekt zum Mitlehren. Man darf sich nicht davon abhalten lassen, dass es for Kids heißt. Ich bin der Meinung, ich habe es als Erwachsener gelesen und fand es als Erwachsener genauso okay. Mhm. Es ist nicht so, dass er irgendwie einen in irgendeinem Sinne nicht ernst nehmen würde oder so, was man oft so for Kids Büchern unterstellt. Ja. Weil gerade Kinder soll man ja ernst nehmen. Und er ist ja Mathematiklehrer, also alle seine Beispiele sind auch geometrisch sehr, sehr schön und befriedigend. Das eine, was mir einfällt, und das zweite, was mir einfällt, da bin ich zwar mit dem didaktischen Konzept vom Buch nicht so begeistert gewesen, aber ich hatte wenigstens das Gefühl, dieses kein Loch drinnen, das, was du gesagt hast, mit dem man hat dann so einen Sprung, wo man auf einmal nicht weiter drüber kommt. Das ist von Daniel Kehoe, ein Buch über Rails, wo mir der Titel nicht mehr genau einfällt. Der kommt in die Shownotes rein, ich habe es einmal erwähnt. Nicht die Head First. Doch, genau. Die Head First, dieses berühmte Konzept. Das ist nicht Head First. Nicht Head First. Aber das Head First Rails-Buch ist auch gut. Das habe ich auch letztens angeschaut. Das von Daniel Kehoe ist kein Head First-Buch. Da ist ganz interessant, dass das aus zwei Bänden besteht, wovon der erste Band überhaupt nicht ums Programmieren sich dreht, sondern um das Computational Thinking. Ja, und um das, dass man anstehen wird und um diese ganzen Sachen, die da so sich so Lebensweisheiten. Also das finde ich, du hast mir es ja gegeben. Den ersten Band. Genau, den ersten Band. Und den finde ich schon schön, der bringt nur praktisch nichts, finde ich. Ja, der zweite dann ist das praktisch. Der erste ist ja Motivation und der zweite kannst du auch ausdrucken. Und im zweiten ist es dann praktisch. Ja. Und ich glaube halt schon, also, es geht einfach nicht in 50 Seiten sowas. Mhm. Das ist halt echt viel. Und das versuchen so Tutorials sehr oft, so schnell sieht er in einer Stunde. Es kommt dann auch irgendwie so manchmal so Sachen wie, das wird dann später erklärt und die Erklärung besteht halt dann darin in einem einzigen Satz, weil man denkt, ein zweiter Satz vielleicht noch. Macht aber seine Erklärung im zweiten Band nicht, gibt dir noch den zweiten Band. Okay, ja gut. Also ich fand den ersten Band tatsächlich gut, aber für recht abstrakt. Es ist auch wieder so ein bisschen das Problem, was du vorher gesagt hast, mit dem für Real-World-Project ist es ein bisschen komisch, was er dann macht. Also ich würde alles ein bisschen anders machen als er, aber dadurch schafft er eben es ohne Lücken zu machen. Mhm. Und sonst wäre es nur einmal doppelt so viel. Das, der zweite Band ist, der erste sind glaube ich 120 oder 140 Seiten, der zweite sind über 300, das ist schon... Das heißt, er hat sich für seinen Lösungsweg ein Problem ausgedacht. Ne? Er hat sich für sein Problem einen Lösungsweg ausgedacht, der sehr unkonventionell ist. Gerade eben für das Rails, was er erklärt, verzichtet er auf den Einsatz der Datenbank. Und das ist was total Ungewöhnliches. Das klingt wirklich komisch. Ne? Das ist komisch. Ja. Und andererseits, also das ist was ich tatsächlich noch überhaupt nicht gefunden habe, zu irgendeiner Programmiersprache, so ein komplettes, einfach mal so ein komplettes, was auch immer, Projekt durchzugehen anhand von einzelnen Schritten. Also was ich bisher gefunden habe, das ist immer so, das sind entweder so einzelne abstrakte Übungsgeschichten, was die nicht da irgendwie miteinander zusammenhängen. Da gibt es auf YouTube so Programmierer, die machen so ein Tagebuch, YouTube-Tagebücher, wie so ein Spiel programmieren über mehrere Monate hinweg. Spiel halt, gell?
Ja, mei, ist das so was Unwürdiges? Nein, no, es ist halt was, was mich überhaupt nicht interessiert. Ja, man muss halt schauen. Was interessiert dich vielleicht denn? Vielleicht findest du es für was anderes auch. Also musst du nur schauen, YouTube Programmers Diary oder okay. Coders Diary. Ach, dann schau ich so. Okay. Und die, da okay. sind dann, und da sagen dann auch viele, also Nerds, die selber gerade lernen oder das auch können, die sagen dann ja, speziell wenn das dann einer ist, der schon Erfahrung hat. Weil du dann halt einfach sozusagen über die Schulter schaust und dabei gute, eigentlich gute Habits lernst. Okay. Dann schaue ich nach sowas mal, ja. weil ich dann immer irgendwie, egal was ich mir so anschaue, es sind immer so einzelne Sachen, wo ja. ich dann tatsächlich, das muss ich gestehen, auch manchmal die Motivation verliere, weil ich sowas ist aber super schwer zu schreiben. Ja, das glaube ich gern. Das Lernen ist ja was konzeptuell tendenziell Aufbauendes. Du willst mit was möglichst ja. einfachem anfangen und dann ja. immer einen Baustein dazu und am Schluss willst du dann sozusagen zwar vielleicht nicht fertig sein, aber du willst einen schönen Rundenüberblick haben. Mhm. Und ein reales Projekt ist nicht so aufgebaut, dass ja. es im Schwierigkeitsgrad steigt. Glaube ich dir sofort, und ja. Und darum, glaube ich, ist das echt mhm. schwer und darum findest du sowas kaum. Mhm. Ja, das ist so meine Idealvorstellung von, was ich mir so wünschen würde an Tutorial. Aber gut, ich nehme auch das, was da ist. Das Programming Phoenix Book, was ich gerade gelesen habe, ist ziemlich, das braucht zwei Projekte dafür, was ja auch schon okay ist. Aber es ist definitiv nicht lustig am Anfang zu lesen, wenn man vorher keine andere Programmiersprache gelernt hat. Das schreiben sie einem explizit. Und daher schafft es das auch, weil es sozusagen Programmierkonzepte grundsätzlich einmal voraussetzt und dann kann man sozusagen ein Projekt durchziehen und am Projekt dann die Spezifika dieser Sprache aufzeigen. Aber dann muss man die ganzen Konzepte schon mal haben. Kenne ich ja noch nicht. Und das ist dann Pocket Code. Ja, gut. gut. Viele Wege. Ja, so mosaikartig aufbauen halt, sich immer wieder wo im Netzwerk ein Ding dazu. Aber was würde dich denn interessieren zu programmieren? Ja, im Zweifelsfall immer irgendwas, was mit Stricken zu tun hat. Ja, es gibt Strickmaschinen-Simulator. Nee, noch gar nicht mal. Was mich interessieren würde, was es zwar online gibt, aber nie so, wie ich mir das vorstelle. Es gibt zwei Arten, eine Strickmuster aufzuschreiben. Zwei verschiedene. Und dieses Konvertieren, genau. Achso, ein Konverter, der von einem aufs andere übersetzen könnte. Ich wahnsinnig gern schreiben. Das ist auch schon ein Compiler. Das ist aber auch wirklich eine schöne Anfangsaufgabe. Da gibt es welche? Tatsächlich, und die machen mir alle nicht glücklich. Ne? Aha, weil ich es irgendwie ein bisschen anders hätte. Ich will widersprechen. Ich glaube nicht, dass das eine schöne Anfangsaufgabe ist. Na, anfangs nee, nicht, aber es ist eine schöne Aufgabe. Ja, aber eine schöne Anfangsaufgabe. Nein, aber das ist ja sehr wichtig. Das ist ja was in meinem Hinterkopf. Ich glaube, das ist nicht Anna hat Motivation. Ja. Also da glaube ich dann eher, dass du wirklich auch programmieren lernen wirst, weil du die Motivation hast, das Problem zu lösen. Ich bin immer gespannt, ob es furchtbar ist. Dafür müsste man erstmal lernen, was ein Lexer ist und ein, wie heißt der andere? Parser. Parser, genau. Und was, das ist wirklich schon harter Tobak. Vielleicht brauchst du Regex dazu. Wie bitte? Vielleicht brauchst du Regex dazu auch. Ja, okay, kann's ja mal einfach machen. Man muss ja nicht gleich das komplette lernen. Super abbilden, sondern also ich möchte ein bisschen widersprechen. Einfache Muster, Übersetzungen und dann sich langsam anpassen. Programmieren gelernt, habe ich noch nicht einmal Englisch können, geschweige denn. Ja. Kommentar mit Parser, Flex und Regex. Ich wäre ja schon mal glücklich, wenn ich irgendwie, sind ja Buchstabengruppen immer die gleichen, wenn ich denen mal irgendwelche Zeichen, abstrakten Zeichen zuordnen könnte oder so. Ich mit sowas anfangen wäre vielleicht mal... Zu Pocket Code. Ja, gut. Ja. Ich kann noch erfreut berichten, dass die Version natürlich laufend abgedatet wird und sie hat seit einiger Zeit, was ich nicht so genau mitgekriegt habe, hat sie jetzt eine Physik-Engine drinnen für 2D-Physik. Und zwar relativ cool gemacht und heute hat ein Schüler von mir damit schon herumgespielt. Und die erleichtert gewisse Dinge, was du in Spielen speziell brauchst oder in Simulationen, nämlich eine Kollisionsabfrage, die aber auch sinnvoll ist, also was du sagen kannst, da prallt was physikalisch ab und auch du hast einen relativ einfachen Weg, eine Gravitation einzubauen, ohne besonders viele Variablen deklarieren zu müssen. Und heute hat ein, also muss ich sagen, das spricht auch für Pocket Code. Ich habe gestern gestern drei Stunden Kinder gehabt, die Pocket Code gemacht haben. Da haben sie alle ein Spiel gemacht, was ich ihnen beigebracht habe. Eigentlich auch dieses, so ein Feuerwehrspiel von dem Schulworkshop. Und heute haben wir das Spiel ein bisschen finalisiert und dann haben sie eigentlich ab der zweiten Stunde schon jeder in ihrem eigenen Spiel gebaut, ohne mich allzu viel fragen zu müssen. Also ich habe es geschafft, mehrere Kinder gleichzeitig zu supporten. Mhm. Und das ist für mich ein gutes Zeichen, spricht auch für Pocket Code, dass Kinder relativ schnell, also sage ich nach netto 4 Stunden, in der Lage sind, ihre eigenen Spielideen anfangen damit zu verwirklichen. Und sie schauen natürlich auch die Fertigen an und lernen dann da und wischen da ein bisschen herum.
Und das Coole war halt, dass der eine mit der Physik-Engine rumgemacht hat. Und wir haben dann so etwas gemacht, wo Kugeln herumfliegen. Also sie rollen eigentlich einmal nach unten, werden von der Schwerkraft angezogen und klackern aber gegeneinander, weil sie alle eine Masse haben. Und nachher haben wir so gemacht, wenn es die Kugel anstupst, dann kriegst du einen Zufallsschubs in eine Richtung und er hat sich so ein Fußballtor gemacht. Und jetzt werden wir morgen daraus so ein Zweispieler-Fußball- oder Eishockey-Spiel machen, halt mit realistischen Kugelkollisionen, also so eine Art Billard am Handy. Und das ist recht hübsch. Also spricht auch für Pocket Code, dass die sich da was gedacht haben bei den Befehlen. Das war es. Mhm. Das muss ich auch mal ausprobieren. Du hast es ja jetzt schon am Handy. Ja. Ich habe schon ihre Finger drin. Vielleicht für mich auch was nach meiner Kotlin-Experience. So ein bisschen Erholung oder was? Wischi-wischi. Ja, das hat ja. Mir nicht so angefixt. Das Kotlin. Ja, das wäre eigentlich auch die Idee. Also meine Idee war, das zu lernen, um dann auch Android-Entwicklung damit machen zu können. Und das hat mich nicht so wirklich motiviert. Aber du hast doch letztes Mal vom Elixir erzählt. Ja, da bin ich noch dran. Und das hat aber jetzt keine direkte zu Android-Schnittstelle. Das ist einfach intellektuelles, reines Vergnügen. Nein, das ist ähnlich wie das, was ich sonst die meiste Zeit mache, so wie Rails, also Web-Applikationsentwicklung, aber nicht Smartphone-Entwicklung. Okay. Und das Kotlin ist speziell das ist sowas für Android? Nein, aber hübscher als Java zu schreiben. Ah, okay. Aber eigentlich weniger, Java dahinter liegen. Ja, oder die gleiche virtuelle Maschine darunter liegend. Okay. Und man spart sich eine Menge Boilerplate-Code zu schreiben, also so schablonenartigen Code, den man immer wieder schreibt, sondern es macht mehr implizite Annahmen, sodass man weniger tippen muss. Okay. Und hat weniger Klammern als Java. Weil das ist einmal so ein Kritikpunkt an Java, ist die Klammer. Wobei mit dir am wenigsten stören von dem Ganzen. Aber was war dann eigentlich das Schultermarkhalten deiner Liebe zu Kotlin? Dass das Handbuch, was ich gelesen habe, kein Handbuch war, sondern, also das hat gestaubt. Das war eher eine API-Beschreibung und vollkommen trocken und strukturlos, lieblos. Eigentlich. Lieblos, ziemlich lieblos. Mhm. Das war im Großen und Ganzen, es ist die Dokumentation der Entwickler der Sprache, die sie für sich selbst geschrieben haben, um einander zu schulen und einander weiterzubringen hinsichtlich der Spezifikation. Und, und auch definitiv nicht anfängerfreundlich oder so. Also da ist Java, glaube ich, noch netter am Anfang. Und sicher Python zum Beispiel viel netter. Ich kann übrigens noch was Technisches erzählen. Ich war bei einem Tech-Podcast eingeladen gestern. Wohl leibend, ja. Da hat mich einer angerufen und hat gesagt, ah, komm jetzt her, bist du schon zu spät dran. Ne? Und dann bin ich da hingeradelt, voll verschwitzt und planlos angekommen. Hab urviel reden können über mich. Und niemand hat mich widersprochen, niemand hat reingeredet. Wow, das war geil. Es hätte sogar einen Knopf gegeben, wo, wenn andere geredet hätten, hätte ich sie so abdrehen können. Und immer geträumt nachher. Ich will auch so einen Knopf für die ganze Welt. Und ja, und am Schluss wurde mir sogar angeboten, eine Publikumsbeleidigung hätte ich auch machen dürfen, aber da ich das Publikum nicht kannte, habe ich es dann bleiben lassen. Der heißt Aua Uff Code, der Podcast. Ach so. Von Stefan und Anna gemacht. Aber wir haben, da war noch was. Wir haben es eh nicht aufgenommen. deshalb war alles so schön. F0. Ach so, du hast mir einen leeren Link. Das ist nur ein leerer Link, ja. Ja. Nur seine Hülle für ihn. Ist schon online? Nein, also noch nicht mit Shownotes, noch nicht offiziell. Das übliche Thema. Da schreibst du nicht nur für einen Podcast Shownotes? Nein. Nein. Aber in dem Fall tatsächlich. Möchtest du nicht dein Geschäft draus machen? Du sagst einfach offizielle Shownotes-Schreiberin für. Ich habe so den Eindruck, dass man als Shownotes-Schreiber kein Geld kriegt. Ja. Anders als es gibt viele Podcasts, die keine gescheiten Shownotes haben. Ne? Ja, es gibt aber auch viele Leute, die schreiben Shownotes, weil es einfach cool sein wollen. Ich kenne es von Englisch, also englischsprachigen amerikanischen Shownotes, die das nach Indien auslagern, zu Spottpreisen natürlich, nicht, was du dir vorstellen kannst. Aber wird ja alles wegautomatisiert von dieser Google Translate. Ich hätte nichts dagegen, wenn das funktionieren würde, wenn man da auf den Knöpfchen drückt und dann kommt der Text raus. Bei YouTube kann man sich ja anschauen, auch bei den Biertocher YouTube-Videos ist eher heiter. Ja. Ich würde es aber ehrlich gesagt gar nicht so. Jetzt mit vollem Mund spricht, ist total super.
Ich würde es ehrlich gesagt eigentlich ganz nett finden, zu verschiedenen Themen-Podcasts Shownotes zu schreiben, weil ich merke, dass ich mir damit durch wahnsinnig viel du dich dann Wissen intensiver mit aneignen und merken kann. Ja, merke ich auch. Also bei dem Bierdorfer-Shownotes arbeitet man es mehr auf das Wissen. Ja, es ist wie mitschreiben in der Schule und nachher nochmal in Schönschreiben. Ja, da lernst du viel mehr, als wenn es nur in der Vorlesung sitzt. Ja. Dass du dich halt nochmal ordentlich damit befasst und gezwungen bist, was nachzuschauen, wenn du was nicht kapiert hast. Also, wie gesagt, gern. Also, our UF-Code, hören. Hören. Wir haben ja schon bei österreichischen Podcast-Dienst. Ich habe jetzt zwei Folgen gehört, zwei ersten Folgen von einem Podcast, den mir der Stefan empfohlen hat, nämlich dem 3W6-Podcast. Und der geht über 3W6. Genau. Da sind das österreichische Podcast übers Rollenspiel. Ah, jetzt kapiere ich auch 3W6. Genau, richtig. Drei Sechserwürfel gleichzeitig würfeln. Ja, richtig, genau. Oh, diese Insider. Und zwar, dass ich gleich noch reinnörden kann, nicht einen Würfel dreimal würfeln. Nein. Du musst dreimal gleichzeitig. Ja, genau. Und sechsseitige Würfel. Sechsseitige, ja. Bin nämlich auch Wobei, man könnte es eigentlich schon nacheinander würfeln. Also es würde ja auch gehen. Okay. Ja. Also es gibt wahrscheinlich strenge Regelungen, aber so deep bin ich ja auch nicht drinnen. Und die ersten zwei Folgen sind draußen, sind kann ich empfehlen. Eines, das ist ganz interessant, da reden sie über einen Austrian Superheroes Rollenspiel. Da geht es um österreichische Superhelden in diesem Rollenspielsystem. Welche netten Mann oder? Naja, das sind ja eher so aus der Sagenwelt halt irgendwie und so. Also da werden welche genommen. Das ist ganz praktisch. Und was mich halt hoffnungsfroh stimmt, und darin geht es in diesen... Entschuldigung, ich muss nur noch... Du hast jetzt wirklich österreichisch und Superhelden in einem Satz gesagt. Ja, ausgehend. Ja, sogar noch in Englisch. Gangfurt, Lindwurm, da der Drachentöter und so. Haben wir schon in der Geschichte, nicht? Und ist noch gar nicht so lang her. Ja. Der Zweifel klingt so. Ich kann mich sogar an der Drache ist auch wirklich doof. Ne? Ja. Was mich auf jeden Fall sehr positiv stimmt bei dem Podcast, dass sie sich konzentrieren wollen auf erzählerische Rollenspiele. Also weniger die Rollenspiele, wo man halt kämpft und wo sich die Leute ausfuchsen, wo sie ableveln wollen und was sie irgendwelche Fertigkeiten und was sie jetzt irgendwie, also jetzt weniger, was mir auch nicht liegt, sondern sich wirklich auf diese Spiele konzentrieren, wo man sich gegenseitig eine Geschichte erzählt, beziehungsweise gemeinsam eine Geschichte entwickelt. Narrativ fokussiert. Ja, genau, narrativ. Genau, richtig, narrativ fokussiert, ist gut umschrieben. Und da gibt es ja, tut sich ja mittlerweile auch sehr viel. Mhm. Es gibt ja auch einige Systeme, die ohne Spielleiter funktionieren, wie zum Beispiel Fiasco hat eine ganz gute Besprechung bekommen, wo du einfach die Geschichte dann auch ohne eine leitende Persönlichkeit spielen kannst. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich die nächsten Folgen entwickeln und worüber sie da erzählen werden. Und wie war jetzt da das Wirklichkeitsgefälle von dir selbst als Rollenspielgruppenteilnehmer zum Podcast? Also hast du das Gefühl gehabt, das entspricht deiner eigenen Spiele, Lebenserfahrung oder war das zu abgehoben? Oder ja, wie gesagt, dadurch, dass sie auch eher auf diese auf das Geschichtenerzählen stehen und da diese Motivation rausschöpfen, habe ich mich da sehr gut wiedergefunden. Deswegen bin ich eben sehr gespannt, wie sich die nächsten Folgen da also 3W6. Ja, 3W6. Ja, vielleicht kommt ein System raus, das ich dann auch gerne... Ich meine, jetzt mal für den nächsten One-Shot bin ich eher auf dieses Hongkong-Rollenspielsystem einmal gebucht und vielleicht mal schauen, dass ich da einen One-Shot, so einen Abenteuer plane. Aber ja, gesagt, mal schauen. War das jetzt eine Hörempfehlung? Ja, definitiv eine Hörempfehlung. Die beiden reden sehr angenehm. Es ist, wie gesagt, nur noch zwei Folgen sind sehr früh. Mal schauen, wie lang sie es machen. Und die gibt es erst zwei Folgen? Ja. Ah, so. Stefan, du hast gestern noch einen Podcast empfohlen. Den habe ich gleich angefangen zu hören. Ich empfehle Leuten Podcasts, dass sie dann für mich hören, wie du das jetzt outsourcen. Hören heißt, lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum der so heißt, aber der heißt Code Newbie. Ja? Oder? Ja. Der heißt so, ne? Ja, Code Newbie Podcast. Aber um so richtig um Newbies geht es da nicht wirklich, aber trotzdem ganz spannend, finde ich. Okay, ich habe schon mal angefangen rein. Es geht um Leute, die relativ jung sind und noch nicht allzu lange im Geschäft, aber eben mit Softwareentwicklung irgendwie ihr Geld verdienen. Und das ist ein Interview-Podcast und die, also es ist eine Gastgeberin oder eine, wie auch immer man sie nennen möchte, also von einer Frau gemacht. Von die klingt von der Stimme her auch eher jünger. Mhm. Und die lässt die Leute halt erzählen. Und zum Beispiel, ich bin jetzt gerade bei einer Folge, wie viele Folgen gibt es jetzt da? Da gibt es nämlich schon richtig viel. Das
sind über 60 sind's? Ja. Ja, ja. Ja, für 95. Ja, sind über 60. Oh je, genau. Da bin ich jetzt gerade bei einer Folge. Das ist eine, eine Webentwicklerin eigentlich, die aber seit ihrem 7. Lebensjahr spielt und bei, also Gamerin ist und bei Wettbewerben spielt. Irgendwie. Das ist ganz schön, was die so erzählt, so als Frau im Gaming-Business und so. Cool. Und ja, finde ich ganz cool. Finde ich vor allem, dass sie sagt, sie würde niemals mit Spiele entwickeln ihr Geld verdienen wollen, aber ohne Spielen wird halt überhaupt nicht gehen. So. Ja, so Sachen. Erfreulich viele Frauen, mit denen sie da spricht, was ja tatsächlich selten ist in der Branche. Ich habe den Podcast zwar nicht gehört, aber kann darüber reden, weil die, die Hauptakteurin ist die Saron Yitbarak. Die kenne ich aus dem Ruby Rogues Podcast und dort ist sie deswegen nicht mehr drin, weil sie sozusagen flügge geworden ist. In dem Sinn, dass sie ihren eigenen Podcast aufgemacht hat. Die war vorher bei Ruby Rogues. Bei Ruby Rogues war sie so, ich würde gefühlt sagen 20 Episoden oder so. Und daher kenne ich sie ein bisschen von ihrem Werdegang und so weiter. Also sie ist selber auch Entwicklerin, aber eben auch noch nicht allzu lang. Ich glaube so Größenordnung ein, zwei Jahre oder sowas. Und hat sich eben da in der Szene etabliert, indem sie auf Konferenzen sehr schnell Vorträge gehalten hat zu diesem Themenkomplex, jetzt so eben Coden beginnen, Coden für Geld beginnen und so, was sind die Probleme, was sind die sozialen Aspekte. Wie ist es, wenn man in einer Community, die es 20 Jahre gibt, und das ist beim Ruby so, reinkommt, frisch reinkommt und war dort eben noch nicht drinnen, noch dazu nicht der klassische, wie heißt das klassische immer? Werdegang. Der White Male Developer, also, nicht? Also der nordamerikanische, weiße und so weiter. Das ist ja also so der Paradeentwickler und das ist sie halt eben gar nicht. Nicht? Eben, sie hat eben nicht als junges Mädchen angefangen zu programmieren, sondern erst vor ein paar Jahren. Ist doch eine erwachsene Frau, ist, glaube ich, nicht ursprünglich aus den USA. Also sie hat einige Randgruppenaspekte in ihrem Leben. Und damit ist sie eben total Diversity in person und hat das eben damit auch als Thema in diese Konferenzen reingebracht und ist durch Talks so aufgefallen, dass sie von den Ruby Rogues angesprochen worden ist, ob sie nicht Lust hat, wieder reinzukommen, weil so quasi ein alter Hase rausgegangen ist, der gesagt hat, jetzt macht er das, weiß nicht, 220 Folgen, jetzt ist auch einmal wieder gut, jetzt sollen andere kommen und die kam dann halt mit neuem frischem Wind, das war recht nett. Die suchen übrigens eh gerade wieder wen, weil sie ja weg ist und so weiter. Also mir war es, wie gesagt, gar kein Begriff, aber es war ein spontanes, sympathisches Konzept und eine sehr nette Art. Wie heißt jetzt Ihr Podcast nochmal? Ich muss jetzt mal nachschauen. Genau. Und wie dann noch ein Podcast mehr, den man hören könnte, wenn man Zeit dafür hätte. Und super Speakerline, also ich kenne so ungefähr Drittel von denen. Ich habe nur die Liste durchgeschaut und es ist eigentlich, wie gesagt, das sind nicht alles Interviews oder fast alles Interviews. Und das sind so viele große Namen aus vielen Projekten, also tolle Leute gefunden, die da reden. Die ich eben auch von Ruby Rogues kenne oder JavaScript Jabber kenne oder aus anderen Programmier-Podcasts und Szenen, Konferenzen kenne. Was ich noch gehört habe, das ist, wo war das denn, wie der Typ auf die Idee kam, dass man ja vielleicht Griechenland irgendwie mit Crowdfunding irgendwie wieder, habt ihr das mitgekriegt, wann war das, vor zwei Jahren? Das war schon länger her, ja, das war Crowdfunding. Diese Crowdfunding. Die Schulden, ja. Genau, und die war dann und dem über wen ging das, über Crowdfunding bei? Das war Indiegogo. Indiegogo, ja. Genau. Und da hat sich jemand von Indiegogo, die in diesem Emergency-Team drin war, weil denen ist erstmal alles zusammengebrochen und die erzählt halt dann so irgendwie, wie sie das dann irgendwie so aufgefangen haben, die Geschichte, und fand ich auch ganz schön. Ja. So, also finde ich ganz spannend, wenn sie so von Leuten so... Bei der ersten Runde habe ich zumindest mitgemacht, bei diesem Griechenland-Crowdfunding. Ja, und Indiegogo war dann ein bisschen erledigt, ein bisschen erschlagen von den, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass da so viel Zugriff. Na, die wussten, die haben erst überhaupt nicht verstanden, warum sie plötzlich so viel Traffic haben. Ja, das kann man schon einschlagen. Genau. Und die erzählt halt so ein bisschen, wie das da so war und was sie dann gemacht haben, dass sie dann irgendwie nicht völlig verstorben sind. Ja. Mag jemand das Thema Politik behandeln? Oh. Wie du gesagt hast, Präsidentenwahl sollte man machen.
Wir hatten ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes nach einem Einspruch durch Hans-Christian Strache. Hans-Christian Strache in Personam. Und dem Einspruch wurde auch stattgegeben, insofern, dass jetzt die Stichwahl der Bundespräsidentenwahl in Österreich wiederholt wird. Der Termin steht seit gestern oder heute auch fest, 3. Oktober. Ich habe das sehr interessant gefunden. Einerseits zufällig habe ich das mitgekriegt, dass das jetzt dann veröffentlicht wird in ein paar Minuten. Das war so um die Mittagszeit vor ein paar Tagen. Habe mir das angehört im Fernsehen, weil das live übertragen worden ist, so quasi als Pressekonferenz. Habe mich einmal sehr überrascht, dass ich das eigentlich alles verstanden habe, was da gesagt worden ist. Also so schlimm war das Juristendeutsch gar nicht. Und das war für mich eigentlich auch recht nachvollziehbar und schlüssig, was sie da so gesagt haben. Die Argumentation war im Großen und Ganzen. Es konnte zwar nicht nachgewiesen werden, dass irgendjemand irgendwo einen Betrug begangen hat, aber es wurden viele Vergehen begangen im Sinne der Ordnung. Also man hat sich nicht an die Vorschriften gehalten und dadurch wäre es möglich gewesen, dass Betrug begangen worden wäre. Aber wie gesagt, eben man weiß nicht, man kann es niemandem nachweisen und es gibt keine klaren Indizien, dass jemand das getan hätte. Und das Ausmaß der Stimmen, die quasi jetzt von diesem Verdacht, unter diesem Verdacht stünden, dass sie beeinflusst hätten werden können oder verändert hätten werden können, ist in der Größenordnung um 70.000 und die Differenz zwischen den beiden war 30.000. War so irgendwas mit einer 30.000er Zahl, das heißt, das ginge sich aus, nicht? Mhm. Weil eigentlich hätten die ja quasi nur 15.000 vom einen zum anderen wechseln müssen und das wäre schon, nicht? Aber es sind 70.000 Stimmen quasi mit diesem Verdacht behaftet und damit kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein anderes Ergebnis möglich gewesen wäre. Und diese Argumentation ist für mich eigentlich jetzt an und für sich schlüssig gewesen und auch der obere Richter, der da vorgetragen hat, hat das irgendwie für mich klar erklärt und ich habe eigentlich gedacht, ja, ist alles klar und in Ordnung und ist auch gut so, weil ich will eben nicht in einer Bananenrepublik leben, wo das mit den Wahlen nicht ernst genommen wird und wo man nicht ordentlich auszählt, sondern es sollen auch alle Stimmen ordentlich ausgezählt werden, es soll sichergestellt werden, dass jeder noch einmal stimmt und so weiter und das soll halt wirklich alles in Ordnung passieren. Habe mich irgendwie wohlgefühlt. Fuzzy warm feeling, okay, gehen wir halt nochmal wählen und hauen wir noch ein paar Millionen raus. Auch wenn ich es gefühlt auch als merkwürdig empfunden habe, dass jetzt in der Übergangszeit bis zum Ergebnis bzw. zur nächsten Angelobung dann jetzt ja der alte Bundespräsident nicht mehr in Amt sein wird, sondern das wird übernommen von einem Präsidialkomitee, das besteht aus den drei Nationalratspräsidenten, von denen zufälligerweise einer der Kandidat ist, was für mich der Hofer ist. Genau. Und das war für mich eigentlich ein komisches Ding und eigentlich eine Befangenheit im Gefühl. Da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich nicht in Ordnung. Und dann habe ich interessant eben verfolgt in der Laufe der Woche die Diskussionen darüber, dass manche gesagt haben, was regt sich auf? Es hätte ja doch genauso auch sein können, dass da je ein Kandidat zum zweiten Mal antritt. Dann ist der ja auch die ganze Zeit vorher Präsident. Natürlich mit dem Unterschied, dass er gewählt worden ist vom Volk. Aber auf der anderen Seite, die sind ihn zwar nicht vom Volk direkt gewählt, aber sie sind legitim, dieses Präsidium, weil sie sind ja gemäß des Gesetzes, das eben bestimmt während dieser Übergangszeit hat, dieses Präsidium das zu sein. Also es ist nichts Unrecht daran. Das war mir das eine interessante Argument. Und das zweite, was noch für mich noch interessanter war, das habe ich noch nicht genau mir durchüberlegt, das möchte ich einmal nur erwähnen, den Link und vielleicht empfehlen, das auch zu lesen. Es gibt heute im Kurier einen Artikel von einem Anwalt namens Noll, den ich nicht weiter sonst kenne, der meint, diese Aufhebung widerspricht der Verfassung. Und das fand ich recht interessant und dann habe ich mal angefangen, da zu lesen. Und er sagt, es ist nämlich ganz interessant, dass sich da der Verfassungsgerichtshof nicht an die Verfassung hält und hat dann explizit daraus zitiert. Es ist nämlich nicht so, dass aufgrund eines Verdachtes, dass eine Stimme nicht richtig ausgezählt worden wäre, es zu einer Aufhebung kommen kann, sondern nur, wenn belegt ist, dass betrogen worden ist oder falsch ausgezählt worden ist. Und das konnte eben nicht nachgewiesen werden. Das ist jetzt aber schwer für den Noll, weil da müsste jetzt praktisch
zum obersten Verfassungsgerichtshof gehen, der gerade ja das entschieden hat. Ne? Selbstverständlich. Ja. Es geht ihm, glaube ich, auch jetzt nicht darum, diese Sache aufzuheben, sondern eher, dass man das Ganze wieder ein bisschen in Diskussion bringt, darüber nachdenkt und so weiter. Also ich finde das jetzt echt spannend. Für mich sind das ein paar neue Seiten an der Demokratie, die ich mir noch nicht genau angeschaut habe. Wenn ich ehrlich bin, ich habe auch noch nie in die Verfassung reingeschaut. Was irgendwie, nicht, auf der einen Seite bin ich urfroh, nicht, Demokratie und Verfassung und alles in Ordnung und so weiter. Im Rechtsstaat, und ich habe noch nicht einmal reingeschaut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es bei euch das Gleiche ist. Gut, ihr zwei habt quasi keine Verfassung, aber ihr habt den Grundgesetz, nicht? Also habt ihr in das Grundgesetz? Ja, bei Bayern haben wir schon Verfassung. Oh gut, na gut, ja. Ja, der freie Staat, der hat natürlich. Ja, tatsächlich. Für den gilt ja das Grundgesetz ja auch nicht. Ja. Was ist das überhaupt, nicht? Ja. Aber habt ihr in die reingeschaut, nicht? Ja. Wir mussten in der Schule. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Habt ihr auch? Nein, ich bin aus Österreich. Ja, nein, habt ihr das in der Schule behandelt, das meine ich. Die Verfassung wurde schon vielleicht einmal erklärt, dass aber, das gibt. Ja, aber so richtig, nicht, gell? Sicher nicht rausgelesen. Sozialkunde heißt das. Sozialkunde, okay. Bei uns Politik. Hätten wir auch gehabt in Geschichte und Sozialkunde. Wir haben auch ein Schuljahr mehr. Haben wir auch nur 8 Jahre gehabt, Geschichte und Sozialkunde. Ja, ich weiß, ich habe es immer noch unter Geschichte. So, also immer Geschichte und Sozialkunde wird das geführt. Vor 10 Jahren schon. Und eigentlich hättest du, so wie ich, auch ein Jahr politische Bildung haben müssen. Na, die war doch immer Freifach, oder? Nein, bei mir war sie verpflichtend. Ich glaube, bei mir war das Freifach, wenn überhaupt. War das auch nicht gleich. Genau, politische Bildung habe ich, wenn überhaupt, dann nur ganz kurz mal in der Zivildienerausbildung bekommen. Ja, da stimmt, dann zu sagen. Aber das war eigentlich das wenig mehr Bestand als ein Ausflug ins Parlament, was eh auch spannend war. Ich glaube, bei mir war es mit 10, also erste AHS, dass es verpflichtend war, politische Bildung. Was ich ganz spannend finde, es ist im Sektor 5 arbeitet eine, die hat sich tatsächlich den ganzen Prozess gegeben. Die saß da jeden Verhandlungstag drin und hat sich das angeschaut, einfach aus Interesse. Mhm. Und die hat so ein bisschen erzählt und was für mich jetzt da ankam, war sehr viel, dass da sehr viel mit Gleichgültigkeit gehandelt wurde und mit tatsächlich sich über Verordnungen hinwegsetzen, aber es kam nie so rüber oder zumindest sie hat es auch nie so empfunden, dass da irgendwas falsch ausgezählt wurde, sondern dass die Leute sich das Leben halt einfacher gemacht haben beim Auszählen. So. Also explizite Verfehlungen waren, dass Leute damit beauftragt wurden, die an und für sich nicht dafür vorgesehen sind und diese bei dieser Auszählung nicht beaufsichtigt worden sind. Zum die Teil, weil die hergestellten Beisätze nicht kommen sind. Ja. So ne? Ja. Das Lustige ist ja auch, dass das Innenministerium abgequatscht worden ist vom Verfassungsgerichtshof, weil seit 30 Jahren die Wahlergebnisse vor 17 Uhr schon in die Medien weitergegeben werden. Wo sich das Innenministerium damit gerechtfertigt hat, dass es angeblich eine Erklärung aller Parteien gemeinschaftlich gegeben hätte, wo man übereingekommen wäre, dass man das doch machen will, wenn dazu man das muss ich auch als Nicht-Jurist sagen, das hat keinen Verfassungsrang. Wie kann sowas eigentlich überhaupt passieren? Das ist so, wie wenn der Stefan und Diana und ich uns jetzt einigen, dass die Schwerkraft hier nicht gilt beim Biertucher-Podcast. Ne? Das ist leider nicht. Aber Gesetze sind eben keine Schwerkraft, wie man daraus auch wieder sieht. Ja. Tja. Ich hoffe, die Lehren wurden gezogen und wir werden es eine Wiederholung in Zukunft nicht mehr durchführen müssen, sondern da wird das Prozedere jetzt so geändert. Ganz genau. Naja, das ist die Hoffnung, oder? Ich meine, mehr kann man. Ernsthaft? Ja. Hast du das Gefühl, dass dadurch was besser wird jetzt? Naja, ich glaube, wenn die FPÖ jetzt einmal den Schmäh da gemacht hat mit Widerrufen und das wird dann noch einmal so gemacht, dann wird es Mode anzufechten. Ich meine, das fürchte ich auch, dass das kommen wird. Also, was ich mir halt so denke, ist, vor allem wird jetzt einfach nochmal gewählt werden. Es ist jetzt nochmal Zeit für Wahlwerbung. Ne? Also jetzt konnte das natürlich. Das ist nervig. Es ist wirklich nervig. Und jammern wir auf hohem Niveau. Man weiß es, weil die ist so knapp ausgegangen. Naja, das kann man immer sagen, aber trotzdem, dass da wieder Wahl gekämpft wird. Schauen wir mal, wie der Wahlkampf funktioniert. Also gefühlt finde ich es noch immer besser, dass jetzt es wieder gewählt wird. Ja, auf jeden Fall, weil wenn diese Vorzeichen so stehen, also nicht das schlimmer, als einen Bundespräsident im Zweifel zu haben, der dann immer so von der FPÖ dann angreifbar wird, weil sie sagen, wir wurden um einen Wahlsieg betrogen. Ja. Also ist das eigentlich eh der einzig gangbare Weg.
dann deklariere ich mich implizit politisch wieder ganz klar. Was mir halt überhaupt nicht taugt, ist, wenn dann der eine von den beiden Kandidaten in Aussicht stellt, dass doch auch, wenn er gewählt würde, er sich dafür einsetzen wird, dass es in Österreich eine Abstimmung gibt, analog zur britischen Brexit-Abstimmung. Die Öxit-Abstimmung. Ja, und das, nachdem man gesehen hat, was mit dieser Brexit-Abstimmung passiert ist. Das hauptsächlich, was bisher passiert ist, ist eine gewaltige Destabilisierung. Mhm. Und nachdem Sie jetzt erst das erwähnt habt, da habe ich das erste Mal dran gedacht, mit dem Retten von Griechenland. Ich weiß nicht, ich kann diese Zahlen alle nicht wirklich nachvollziehen, aber es wurde behauptet, dass durch die Aktienkursveränderung nach der Wahl das 50-fache an Aktienwert vernichtet worden wäre gegenüber dem, was für die Rettung Griechenlands notwendig gewesen wäre. Ob das alles, diese Vergleiche, aber Urvölkerheit ist da vernichtet worden. Ne? Brexit, das regt mich auch auf. Also es hat mich die letzten, seit der Abstimmung wirklich beschäftigt. Ich lese jeden Tag über Brexit. Ich habe mich natürlich noch gefühltermaßen noch nie so gut ausgekannt in der englischen Politik. Und es ist ja auch wirklich ein Drama, was sich da abspielt. Ich meine, dieser Boris Johnson beispielsweise, der so ein Kopf dieser Kampagne war, der schon vorher gearbeitet hat als Korrespondent in Brüssel und dann halt immer auch schon gegen die EU als EU-Skeptiker geschrieben hat, bei den Tories eben einen Konservativen in der Partei ist und eigentlich da ein Spiel betrieben hat, wie es so wirkt. Ich meine, das kann man jetzt sehen und drehen, man wird da nie ganz reinschauen oder so, dass der eigentlich sich so in die Partei hochschalten wollte, indem er sich als EU-Skeptiker präsentiert und dem das eigentlich dann dieses gefährliche Spiel um die angeflogen ist, weil sobald das dann bekannt geworden ist, ja, ist er jetzt mal nicht in Freudengetaumel ausgetreten, sondern ist mal Cricket spielen gegangen und dann ein paar Tage später hat er auch schon seinen Rücktritt irgendwie bekannt gegeben. Und der spielt sich halt ab. Ich meine, sein Wahlkampfhelfer, dieser Michael Gove, glaube ich, hat es, oder Gove heißt er, der eigentlich ihn begleitet hat durch diesen Wahlkampf, der hat in dem Augenblick, wo der Boris Johnson seine Kandidatur für den Premierminister ankündigen wollte, dann gemeint, nein, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee und er tritt selber an. Und auf der Labour-Partei schaut es ja auch nicht besser aus. Da gibt es diesen Jeremy Corbyn, der ein sehr linker Kandidat ist, aber der diesen EU-Wahlkampf irgendwie halbherzig geführt hat und eigentlich jetzt von den, wo sehr viele Minister zurückgetreten sind und eigentlich keinen Rückhalt mehr hat, aber sie finden halt auch zu keiner Position. Und obendrein gibt es ja noch diesen Nigel Farage. Ja. Der ist auch zurückgetreten. Ja, richtig. Was ja auch eine bizarre Persönlichkeit ist, der Parteichef der UKIP-Partei, ja, also der UK Independent Party, der jahrelang, seit 1999 sitzt er im EU-Parlament, ja, und verdient dort seine Brötchen, ja. Also er hat auch über sich selber gemeint, er ist irgendwie, kommt er sich vor wie ein Truthahn, der irgendwie für Weihnachten Werbung macht oder so. Und jetzt, in dem Augenblick, also, hat sich natürlich, hat noch ausgerufen, oh, großer Independence Day, ja. Was vielleicht auch mal sagen sollte, in Independence Day 2, in dem Film, wird dann London zerstört. Und der jetzt dann, das war gestern oder vorgestern, auch gemeint hat, er hat jetzt irgendwie sein Ziel erreicht, ja. Und er wird nicht, also alle großen Köpfe dieser Brexit-Bewegung, die rumgezogen sind, die auch diese ganzen Märchen mit diesen Abermillionen, die 300 Millionen wöchentlich in die EU, die dann ins Gesundheitssystem gehen sollen und ähnliche Absurditäten verbreitet haben, die sind jetzt beide weg. Das ist irgendwie in sich zusammengefallen. Ja. Und trotzdem fürchte ich, wird dieser Brexit kommen. Ich sehe da wenig Ausweg. Um das Beispiel zu nostrifizieren, das Einzige, was mich an einem Öxit reizen würde, wäre, wenn dann analog einige FPÖ-Politiker zurücktreten. Aber es würde wahrscheinlich nichts Besseres nachkommen. Auf den Farage dann noch ein bisschen hinzuhaken, nachdem er ja im Parlament war und jetzt sich auch verabschiedet hat, mit er will sein Leben zurück haben, weil das war jetzt auch so umwälzend für ihn, hat jemand nachgeschaut in die Statistik, in die Anwesenheitsstatistik vom EU-Parlament und da ist er von 451 Mitgliedern ist er Nummer 447 in der Liste der Anwesenheit, also er hat nicht durch sehr viel Anwesenheit geglänzt. Ja, schauen wir mal, was mal kommt. Jetzt wird einmal Premierminister gewählt, da ist die Theresa May jetzt im Rennen. Und noch eine weibliche Kandidatin, glaube ich, für die meisten Chancen zugesprochen.
Ich hoffe vielleicht, also es gibt ja auch so die Möglichkeit, dass so ein Szenario eingeführt wird, dass Schottland dann ein Veto einlegt, was jetzt auch rechtlich nicht bindend wäre. Ich meine, man muss sagen, dieses ist auch nur ein Referendum, das beratenden Charakter hat, auch nicht bindend ist. Natürlich wäre es ein ziemlicher parteipolitischer Selbstmord, den Volkswillen da zu ignorieren. Aber wenn Schottland zumindest ein Veto einlegen würde und hier mal so eine Signalwirkung erzeugen würde, es hat jetzt auch Demonstrationen gegeben von Remainern, also 40.000 Leute sind in London auf die Straße gegangen. Wenn das alles zusammen irgendwie spielt, wenig Hoffnung, aber ganz gebe ich es noch aber nicht. Aber Gregor, eins checke ich nicht, warum erregt dich das Thema jetzt so, weil du hast ja keine Verwandten in England. Oder? Es ist einfach, ich bin so... Aber warst du jetzt in einer Zeitungsblase oder politikintensiven... Nein, das war, mich hat das irgendwie erschüttert, dass die Abstimmung echt dagegen ausgegangen ist. So was im Vorfeld so, es wird knapp. Also dich hat das als Europäer bewegt sozusagen? Ja, definitiv. Und du fühlst dich jetzt eigentlich als Europäer sozusagen davon tangiert? Ich finde das wahnsinnig ein Rückschritt. Also sehr ein Rückschritt. Ja, ist so. Ja, es regt mich wirklich verhältnismäßig. Hat mich das politische Leidenschaft. Ja. Gelegt, ja. Und das ist ein nicht unbeträchtlicher Teil der EU, der da weggeht. Es ist zwar nur ein Land, also nur eins von 27 oder sowas, aber beim Bevölkerungsanteil, ich glaube, ist um die 10% oder so. Also es ist nicht irrelevant. Wirtschaftsleistung ist auch überdurchschnittlich gegenüber der EU als Ganzem. Also da ginge einiges verloren schon. Einiges ist schon in Scherben geschlagen und vieles ist jetzt in Unsicherheit. Auch schon von einigen Leuten gehört und gelesen, die ziemlich verzweifelt sind, weil sie nicht genau wissen, wie es jetzt weitergeht. Geschichte: Eine Portugiesin, die mit ihren beiden Töchtern im Vorort von London lebt. Und die Töchter haben sie jetzt gefragt, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Eine der beiden Töchter ist in Portugal geboren und die zweite ist in England geboren. Und wie ist das jetzt? Müssen sie jetzt getrennt werden und so weiter? Und wo kann man überhaupt hin und so? Nicht? Also wenn das nicht mehr EU ist, gibt es Aufenthaltsberechtigung mehr und wie sich das alles weiterentwickelt, ist vollkommen unklar. Und das hängt eben an diesem Paragraph 50 da, ob der gezogen wird oder nicht gezogen wird. Automatisch passiert nichts und die EU selber kann eigentlich auch nichts tun. Also es kann nur das Land selber diesen Austritt aufgrund dieses Paragraphen von dem Vertrag, was war das? Also ein Land kann nicht hinausgeworfen werden von anderen, an und für sich nur selber nicht. Austritt beschließen. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen ein taktisches Spiel, weil natürlich würden jetzt die Engländer gerne schon Vorgespräche führen, informelle, um zu schauen, was auf sie zukommt. Und die EU hat aber diese Position bis jetzt. Nein, zuerst wird einmal beantragt, dass ihr austreten wollt. Ja, genau. Und dann können wir über die Bedingungen sprechen. Ja. Ich verstehe auch, dass man Klarheit von Seiten der EU haben will, aber ich habe es dann teilweise schon ein bisschen lächerlich gefunden, zu sagen, ja, und am Dienstag muss spätestens das kommen. Ja, das war das Statement noch am Sonntag. Nicht? Ja. Das ist alles surreal dann. Das hat aber damit zu tun, dass ja, die EU das will. Ja. So schnell wie möglich. Jetzt. Sie wollen diesen Präzedenzfall haben und sie wollen verbrannte Erde haben. Ja. Und im besten Interesse kann das wirklich sein, verbrannte Erde. Damit halt keiner mehr austritt. Ja. Und ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Also ein Brexit für die EU hat es eigentlich auch viele Vorteile, aber menschlich gesehen ist das eine schlimme Sache. Tja. Ich hatte noch persönlich etwas abzuschließen, man kann auch austreten und nachher wieder eintreten, das macht halt die ganze Sache nicht. Ja, das wird aber für die Briten sehr unangenehm, weil sie... Ja, aber vielleicht für Europa... Besser. Ja, das stimmt. Also die Briten haben ja einige Rabatte gehabt und sonst waren sie keine Teamplayer sozusagen. Ja, und das werden sie nicht mehr bekommen. Aber dann sage ich trotzdem Fixit statt Brexit. Ja, Fixit statt Brexit. Nein. Man wird sehen. Jetzt macht der Horst einen auf Marketing. Wie das? Na, Fixit statt Brexit, also, ist das so ein Marketing-Spruch. Ja. Ich habe noch etwas zu dem österreichischen, nicht zu Öxig, sondern zu den Wahlen. Ja. Präsidentschaftswahlen. Auf was die EU anbelangt, also das Medienecho war ja, die Österreicher können nicht wählen und solche Sachen. Und hier muss man jetzt scharfen Bananenrepublikverdacht. Ja, aber in diesem Fall möchte ich eigentlich sagen,
das ist eigentlich eine Schande für Europa, nicht für Österreich. Denn Österreich hat jetzt im Prinzip einen Beleg dafür, dass es da nicht ganz koscher zuging. Wahlbetrug wurde jetzt nicht nachgewiesen. Aber hier in Österreich wird darauf geachtet, dass richtig gewählt wird. Was aber mit Deutschland? Da haben Wahlen stattgefunden mit Wahlmaschinen, bei denen nicht im geringsten irgendwie nachgeprüft worden konnte, dass da kein Wahlbetrug stattgefunden hat. Man hatte ja mit diesen Wahlcomputern Schach spielen können und da gab es keine Neuwahlen. Hm. Und in der Hinsicht, das ist eine Schande für die Staaten, die jetzt lauthals schreien und bei denen es nie demokratisch... Ja. Und Österreich... Wir sind zumindest so Wahlmaschinenfress. Und dann was ich in dem Zusammenhang interessanterweise in Österreich halt schon gehört habe, ja, wenn wir Wahlcomputer hätten, dann hätte es ja das nicht gegeben. Ja, die werden immer wieder versucht einzuführen. Ja. Der letzte Versuch war bei einer ÖH-Wahl. Genau. Haben wir ja auch im späteren Podcast das thematisiert. Ja. Ist zum Glück nicht sehr erfolgreich gelaufen. Kann man nur sagen, zum Glück für die Republik. Aber das Interesse ist natürlich immer da. Also wenn ich an der Macht wäre, hätte ich auch lieber Wahlmaschinen als unberechenbare Leute. Es ist aber lustig, dass tatsächlich auch die Bevölkerung einfach danach verlangt, weil sie sich irgendwie denken, ah, die Maschine, die kann ja Genau, weil das proprietäre Software ist, dem muss man vertrauen. Könnt ihr mich gern beauftragen? Ich programmiere euch gern mal. Ja, wenn der Stefan sie programmiert, dann wäre ich auch für Wahlmaschinen. Ja, das braucht man nicht, mach mal einfach ein Dodo. Wer hat Zeit für Präsident? 6 Jahre, keine besonderen Fähigkeiten. Jo, muss in Garten mit der Oma. Mach du es, Gregor. Ja, und damit, wir haben es und damit jemand Stefan beaufsichtigt, ich melde mich auch freiwillig dafür. Okay. Ob es dann noch mache. Was? Wann ihr mich beaufsichtigt? Na, bloß der Per-Programming muss schon sein. Echt? Ja, damit du keinen Schmu treibst. Will ich aber doch. Deswegen beaufsichtige ich dich. Damit du nur den Schmut reibst, den ich auch akzeptiere. Ja, okay, ist gut, dann geht's. Den der Rest der Biertaucher euch erlaubt. Ja, so schaut's nicht aus. Ich muss sagen, ein Traum wird wahr, die Biertaucher politisieren, ohne dass ich den Mund aufmachen muss. Das freut mich extrem. Das war auch eine ärgerliche Woche, was Politik angeht. Yes. Aber es wird schlimmer. Winter ist coming. Genau. Ich bin ja rein raus, ich kann ja dann, wenn es mir zu blöd wird, dann sage ich halt tschüss, ich gehe jetzt wieder. Ja. Ja, obwohl. Zurück ins Königreich. Im Freistaat, oder? Im Freistaat. Ja, das wird für mich schon schwieriger. Also wenn der Exit käme. Du musst doch Bayern durch. Stimmt, ja, genau. Mit der Frisur. Und ja, das stimmt auch wieder ein Problem. Aber ja, im Prinzip habe ich hier jetzt in Österreich so langsam meine Wurzeln geschlagen. Ich habe vor, hier zu bleiben, eine Familie zu gründen und so weiter. Mhm. Und was soll ich da machen? Hier kommt eine Trennung nicht gelegen. Ja. Weißt du, deine Freundin, dass du eine Familie gründen willst? Oder hast du das jetzt über einen Biertaucher-Podcast Das eine ist Planung, das andere ist Realisierung. Ah, okay. Weißt du, ob es mit seiner Freundin ist? Ah. Wo er die Familie gründen will. Es gibt auch Klonungstechnologie. Ja, da arbeiten meine Freundin und ich auch schon dran am Klonen. Okay. Creepy. Leider bisher nur in Ruby. Zum Thema Creepy, ich habe Future Zone gelesen über Kopftransplantation. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Aber ich habe mir gedacht, ich erwähne es nicht. Ich muss nicht alles im Sommer ernst nehmen. Ne? Aber anscheinend ist... Also der Wunsch ist sicher da, dass daran geforscht wird und dass Leute das verwirklichen wollen. Du hättest gerne einen anderen Kopf? Na, vielleicht auch vom Körper. Ja, was mit Körpertransplantation? Ja, das finde ich wieder interessant. Den Kopf will ich behalten. Ja, ja. Du hast ja dann Spenderkörper, aber es gibt Regimes, wo ab und zu Leute erschossen werden und so. Das ist ja auch jetzt so. Toll, das wüssten wir zum Dorf. Ja, dessen Kopf möchte ich definitiv nicht. Also in China gibt es ja eine eigene Spenderindustrie, die sehr eng verknüpft ist mit den Todesurteilen. Na, dann werden wir den Artikel ich glaube, jetzt haben wir schon wieder. Wir haben genug von dem Markt. Ist. Nein, ist nichts Grausliches, was ich jetzt erwähnen darf. Ist bald jetzt im Horst. Achso. Darunter war dann verlinkt wieder der weitere Artikel von dem Neurowissenschaftler, der diese Transplantation plant. Er möchte sie nämlich, ich glaube, Ende 2017 oder Anfang 2018
durchführen. Und sie haben es schon gemacht mit Mäusen, da gibt es Fotos davon. Und es wurde auch schon mit Primaten, sprich mit Affen gemacht. Ah, wirklich? Cool. Allerdings gibt es da interessanterweise noch keinerlei Publikation dazu, bei den Mäusen schon. Mhm. Aber wahrscheinlich leben die Affen nicht lang genug. Ja, das ist noch nicht publiziert worden und das kommt als nächstes die Publikation da dazu. Da werden wir dann wieder reinschauen. Ich habe gespielt. Bitte. Kann ich berichten. Das eine kann ich ganz kurz, das habe ich nämlich nur an einem Abend schnell durchgerusht, aber auch beim Humble Bundle dabei, nennt sich Evoland. Und Evoland ist eigentlich so ein Action-Rollen, und kann man gar nicht sagen, es ist ein Rollenspiel. Und wie es im Namen schon drinnen steht, Evo kommt von Evolution. Das Land, in dem man spielt, verändert sich nämlich laufend. Und der Dreh an diesem Spiel ist, dass es dir ein bisschen was über die Entstehung von Rollenspielen vermitteln möchte. Und ganz am Anfang bist du so in einer zweidimensionalen Welt, kannst nur nach links und rechts gehen. Sorry, das ist jetzt ein Computerspiel, kein Brettspiel. Nein, kein Brettspiel. Das habe ich am Tablet gespielt unter Android. Ja. Gibt es aber, glaube ich, für mehrere System. Ja, genau. So gesehen schon. Gibt es auch auf der Plattform in Brettform. Also, ja. Also man kann, am Anfang ist man eben in so einer zweidimensionalen Welt, die noch schwarz-weiß ist. Und man schaltet dann im Laufe der Zeit, wenn man Kisten findet, immer weitere Features frei. Also am Anfang hat man zum Beispiel keine XP, keine Experience Points. Mhm. Das Konzept kommt dann irgendwie dazu und es wird dir kurz erklärt, ja, das hast du jetzt freigeschaltet. Oder es wird dann von Schwarz-Weiß, bekommst du zuerst 8-Bit-Farben. Dann wird also gibt es so Computerspiele historisch. Historisch, also du hast auch so eine kleine Story, dann werden auf einmal rundenbasierte Kämpfe eingeführt, du bekommst eine Partnerin im Kampf dazu und es ist auch teilweise halt auch so putzige Ideen drinnen, wie zum Beispiel, du kannst ja dann ein besseres DVD-Laufwerk kaufen, dass einfach die Ladezeiten verkürzt werden, wenn du in einem Dorf bist. Ja. Und es war ziemlich erfolgreich, weil es gibt einen zweiten Teil dazu. Und es hat mich auch amüsiert, es muss sagen, für einen Abend war es vollkommen in Ordnung. Dieser Witz mit der Evolution nutzt sich dann halt mit der Zeit schon ab. Weil er halt die ein letzten. Widerspielbar. Ja, erstens, du hast die Quest ist eigentlich eine Main-Quest und du kannst sicher in der Welt mehr machen, als ich gemacht habe, weil es gibt, du kannst dann Karten, Spielkarten finden. Es gibt dann auch ein eingebautes Kartenspiel, was du dann spielen kannst mit anderen. Und Minigame. Ja, richtig. Und die späteren Freischaltungen werden halt immer unspektakulärer, weil du kriegst dann statt gröberen Texturen kriegst du auf einmal High-Definition-Texturen rein. Ja, ja. Und dann es ist schon cool zu sehen, wie das halt von so einem Gameboy dann so eher C64er-esken Spiel zu einem wirklich hübschen, modernen Spiel wird. Ja. Aber wie gesagt, die letzten Freischaltungen und die Story hat dann nicht, also ist eigentlich kaum vorhanden. Es geht dann meistens, hängt sich eben darauf auf, dass es eben diese Evolution ist und das gibt ein Abend, was ist lustig, aber hat mich jetzt nicht in dem Maße, muss ich sagen, begeistert. Das hat mich unterhalten für die Zeit, aber es war dann auch gut. Ich muss aber auch sagen, ich komme nicht aus dieser Zelda-Ecke. Also dieses Action-Rollenspiel, das ist nicht so etwas, was mir jetzt per se dann liegt, dass ich rummarschiere in Wäldern und dann so Schalterrätsel habe oder so. Ja. Oder mit der Zeit spielen muss, damit irgendwelche Hindernisse verschwinden. Das ist, ja. Und es ist auch wahrscheinlich besser, ich würde es empfehlen, wahrscheinlich auf einer anderen Plattform als am Tablet zu spielen, weil das halt dann doch, wenn es so actionbasiert ist, dann auf Geschicklichkeit basiert ist und das ist natürlich mit dem Bildschirmsteuerkreuz nicht wirklich gemütlich zu spielen. Und das andere Spiel, was ich gespielt habe, das hat mich wahrlich beschäftigt, da hat schon sogar meine EM-Schauungen haben darunter gelitten, weil ich habe wirklich jetzt die letzten Tage damit zugebracht, das durchgehend zu spielen, wenn ich eine freie Minute hatte, nennt sich This War of Mine. Ja. Und auch am Tablet, war auch am Humble Bundle und ich habe es ganz lang nicht angespielt, weil ich mir durch den Titel abgeschreckt war und nicht gewusst habe. Ist das so ein Problemspiel? Oder? Nein, ich habe gedacht, das wird so ein militaristisches Strategiespiel sein, will ich nicht. Mhm. Aber au contraire, es ist ein sehr ernstes Spiel auf jeden Fall und du spielst ein bis vier Menschen, die in einer Stadt wohnen, in der Krieg herrscht und du hast eine Basis, ein zertrümmertes Haus
und musst dort eigentlich dein Überleben sichern. Also das auch, du startest gleich einmal so mit Survive. Wie lange kannst du in diesem Krieg überleben? Und dem Ganzen vorangestellt, wenn du das Spiel startest, kommt so ein Hemingway-Zitat, irgendwie so, im modernen Krieg stirbst du wie ein Hund und das ohne guten Grund. So ist das Ding. Und die Menschen, die du steuerst, die sind so Point-and-Click-Adventure-mäßig, so in 2,5D-Ansicht, relativ realistisch. Und die Trümmerhäuser sind schon ein bisschen künstlerisch verfremdet, so als würde man mit so Bleistiftfahrern drüber fahren. Alles ist schon sehr triest gehalten. Und du beginnst halt am Anfang einmal das Haus von Trümmern zu befreien und dir Baumaterialien zu holen. Es gibt da eben so Holz und andere Sachen, und mit diesen Dingen kannst du Sachen bauen, die das Überleben sichern. Und da beginnt ja auch schon eine der Grundmechaniken. Was du am Anfang zum Beispiel gerne haben möchtest, ist zum Beispiel vielleicht einen Herd zu haben, um dir Essen zuzubereiten. Mhm. Eine Wasseraufbereitungs- also eine Regensammelanlage, damit du frisches Wasser hast. Und das Problem ist, es kommen auch immer und wieder Leute, die dich überfallen wollen und dir Sachen wegnehmen wollen. Da ist es halt gut, wenn du dein Haus absicherst, indem du einfach die Löcher mit Brettern vernagelst. Mhm. Eine Sache, die man sich am Anfang auch besorgen kann, weil es einfach auch, also diese Menschen, die haben alle so Biografien und die Biografien, je mehr du weiterspielst pro Tag, kommt so ein bisschen was dazu und hat auch so was Tagebuch-mäßiges. Also wenn es jemandem schlecht geht, wenn jemand krank wird, ja, dann schreiben sie das in ihr Tagebuch rein, dass sie sich Sorgen machen oder so. Und du musst auch schauen, eigentlich da ein bisschen so Tamagotchi-Mechanik rein. Du musst die Leute auch schauen, dass sie nicht psychisch dir zu traurig werden. Mhm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel eine gute Sache ist, dass man sich am Anfang ein Radio baut. Das hat die Vorteile, dass du erst einmal hörst, was in der Stadt vorgeht, ob das Wetter jetzt wärmer, kälter wird, und dass du einfach auch einmal klassische Musik oder moderne Musik auflegen kannst, dass die Leute Musik hören können. Was die Laune auch aufbessert, ist, wenn du Bücher hast und den Leuten auch einmal einen Lesesessel baust, dass sie einfach irgendwo sich hinsetzen können, weil das einfach um die Grauen des Kriegs irgendwie verdauen zu können. Und wenn man ganz, ganz glücklich ist, dann findet man vielleicht in einem da drüben mal eine kaputte Gitarre. Dann kann man sich eine Gitarre basteln und dann können die Leute auch ein bisschen Gitarre spielen. Das Spiel ist aufgeteilt in eine Tag- und eine Nachtphase. Untertags bist du in dem Haus und können dich Leute besuchen, wie Händler oder Nachbarn, die dir Sachen bringen oder die dich bitten, dass du ihnen hilfst. Mhm. Dann verlässt einer deiner Charaktere irgendwie das Haus und hilft eben den Nachbarn. Und in eine Nachtphase. In eine Nachtphase kannst du die Leute einteilen, ob sie aufpassen sollen, also im Haus wach bleiben sollen, ob sie in einem Bett schlafen sollen, ob sie nur so schlafen sollen, wenn du nicht genug Betten hast. Mhm. Betten muss man sich auch bauen, das gibt halt mehr Erholung. Und eine Person kannst du pro Nacht jeweils an verschiedene Schauplätze der Stadt schicken, und der hat dann die Aufgabe, neue Materialien, Medikamente oder was man auch findet, zu holen. Also geht Hamstern sozusagen. Ja, richtig, Hamstern. Da gibt's verschiedene Schauplätze. Zum Beispiel gibt es ja die Kirche. Mhm. Und die sind dann, das ist ein bisschen so halb generativ, halb narrativ. Da gibt es dann immer verschiedene Geschichten zu den Schauplätzen. Also die Kirche habe ich zum Beispiel in einem Spiel so gehabt, dass ein Pfarrer dort war, der dort Handel betrieben hat. Mhm. Also mit dem konntest du dann handeln. Handeln ist auch ein ganz wichtiges Element. Und meistens zahlt man leider, also dieses Gefühl, dass man Ressourcen rausgibt und dass es einem immer Knappheit mangelt, das ist wirklich ganz, ganz tief in diesem Spiel eingebaut. Und in einem anderen Szenario gibt es diesen Priester nicht, sondern der wurde einfach von Räubern schon umgebracht, und du musst dich dann eigentlich dort rumschleichen. Also es gibt da einfach auch Plätze, wo Scharfschützen dort sind oder die eben von Leuten bewohnt sind, die sofort feindlich sind. Und das ist halt wirklich, es kommt dann auch wirklich schnell ein Gefühl der Gefahr auf, weil wenn du mal verletzt bist, dann ist es nicht so, dass du das leicht wieder los wirst, sondern da musst du Bandagen besorgen. Und wo bekommt man Bandagen her? Das kannst du entweder handeln, ist ganz selten und teuer, oder du stellst das wieder selber her. Mhm. Aber um Bandagen herzustellen, brauchst du erst einmal die Materialien dafür, du brauchst einen eigenen
eine eigene Werkstatt dafür, wo du sowas herstellen kannst und du brauchst hochprozentigen Alkohol, damit du das sagst. Einen hochprozentigen Alkohol kannst du entweder durch Handel oder du kannst hochprozentigen Alkohol machen, indem du zuerst Alkohol herstellst und den dann noch einmal hochdestillierst. Also wie man schon heraushört, es gibt ja jede Menge Richtungen, in die man bauen und die man sich veranlagen kann. Entweder man ist eher so der Häusliche und versucht sein Zuhause möglichst so einzurichten, dass man ein bisschen autark ist oder Sachen herstellt, mit denen man handeln kann. Oder man kann es auch so anlegen, dass man sich eher von den Schauplätzen durch das Einsammeln von Sachen ernährt. Und was aber schwierig ist, weil diese Schauplätze, die füllen sich nicht mehr auf, sondern man sieht dann, wenn man dann ein paar Mal dort war, eine Prozentanzeige und sagt so, 90% der Sachen dort sind schon weg und diese Sachen gibt es dort nicht mehr. Und ja, ich muss sagen, das Spiel ist wirklich ernst. Es ist traurig, du hast immer diese Kriegsgeräusche im Hintergrund und zieht einen auf Dauer schon sehr runter durch dieses Rohgleichige hast, ist dann jemand stirbt, dann ist er weg, er ist dir schon ans Herz gewachsen, weil du ihn schon so gut lange durch den Winter bekommen hast. Auch der Winter ist ein wirklich fieses Element, weil es werden die Leute leicht krank und wenn du mal Medikamente besorgen musst, ist es wirklich schlimm. Ein gutes Spiel, aber... Kann man es überhaupt gewinnen oder kann man den Krieg überleben? Man kann den Krieg überleben. Ich hätte sogar, mein letztes war ich eigentlich wunderbar aufgestellt, nur sind mir dann die Ressourcen knapp geworden und ich war dann so unvorsichtig beim Ausgehen, dass mir dann zwei Leute leider umgekommen sind, also die sind angeschossen worden und sind dann gestorben. Und dann passiert es auch schon so schnell, dass einfach das Syndrom oder das Phänomen der Tantrumspirale. Also dass die anderen Leute auch traurig deswegen sind und dass du die psychologisch nicht mehr so... Kannst du nicht mehr da fangen dann? Nein. Mhm. Also es gibt wirklich so den Status Broken und dann hast du jemanden im Bett liegen ja, und du tippst den an und im Kühlschrank ist Essen. Aber er verhungert, weil er einfach sich nicht mehr aufrafft. Genau, richtig. Mhm. Und wenn du noch zwei Leute hast, dann kannst du sie halt miteinander reden lassen und psychologisch aufbauen. Mhm. Aber das kostet halt am Tag dann, weiß ich nicht, 3 Stunden, dass sie miteinander reden. Und das ist Zeit, die dir dann halt abgeht, um Sachen zu machen. Mhm. Tolles Spiel. Das Szenario dieses Krieges ist, glaube ich, fiktiv, ist aber irgendwo im Osten gelegen, eindeutig, würde ich mal sagen. Und die Geschichten, die erzählt werden, also es gibt zum Beispiel Pavel, der ein Fußballspieler früher mal war, es gibt Anja, die früher Reporterin war, oder ein Charakter, den er schon öfters gespielt hat, war Boris, der früher ein Koch war. Mhm. Und die haben natürlich auch alle irgendwie Nachteile und Vorteile. Die du mitnehmen kannst? Ja, zum Beispiel Boris kann gut kochen, das heißt, du brauchst weniger Wasser und weniger Fuel. Zum Einheizen. Oder zum Beispiel die Anja, ich weiß nicht, ob sie wirklich Anja, aber so in der Richtung heißt, die kann zum Beispiel gut handeln und hat da gute Preise. Also es gibt da schon so. Das heißt, diese Rollenspielelemente, dass du dir eine Party aussuchst, sozusagen. Genau. Es ist schon zu empfehlen. Also eigentlich überleben in einer feindlichen Umwelt eigentlich eh das Setting von jedem Rollenspiel, aber halt. Aber in einem sehr, sehr, sehr ernsten Hintergrund. Ja. Also man muss echt schauen, dass einem das nicht auf die Laune schlägt. Und ich nehme jetzt an, du kannst nicht irgendwie so Waffen besorgen und dann selber so eine Art Miliz gründen oder. Also so einen man kann schauen, es gibt Waffen. Weg einschlagen. Ja, kannst du. Allerdings, Spiel bezieht da auch eindeutig Stellung. Das heißt, wenn du jetzt grundlos zum Beispiel ins Krankenhaus gehst und Leute erschießt und dort Medikamente stiehlst, dann werden die Leute nicht glücklich, beziehungsweise die anderen Leute, die im Haus sind, können verurteilen das moralisch und da sinkt ja die Laune auf jeden Fall ab. Also du kannst es schwer auf wirklich brutal, beziehungsweise nein, ist das, ich meine, kannst du sozusagen eine kleine Gruppe gründen, die sich selber verteidigt? Oder du kannst die Waffen zu Hause, Stadtviertel nicht, aber du kannst dein Haus ist schützen. Halt, das kannst du schon machen. Ja. Ich wird dann aber nicht ausgeschüttet, da wird einfach nur zusammengefasst am nächsten Tag mit so. Das wird sehr. Auf jeden Fall, das ist jetzt schon das zweite Spiel, das eher so roguelike und auch mit so generierten Zufallsevents und so, und ich freunde mich langsam mit dem Konzept an. Ich habe eben gesagt, ich bin so eher der narrative Spieler. Was war das erste Spiel? Cloud Chasers habe ich gern gespielt. Da spielst du einen Vater und eine Tochter, die in so einer Postapokalypse-Welt durch die Wüste überlebt. Wohl, hast du erzählt. Ja, genau. Tolles Spiel. Von Elfkid Studios, einem polnischen Studio. Gefällt mir sehr, sehr gut. Cool.
sind wir alle stimmungsgesenkt. Ja. Das klingt, also ich muss ja sagen, ich bin ja eine überhaupt Nichtspielerin. Das, keine Ahnung warum, das hat sich ja bei mir nie so ergeben. Ich habe lange keinen eigenen Computer gehabt und ich glaube, da wird man dann nicht so sozialisiert. Und bei anderen durfte ich dann gelegentlich auch einfach nicht mitspielen, weil wenn es nämlich um irgendwelche Ego-Shooter geht oder so, ich habe eine dermaßen grauenhaft schlechte Hand-Auge-Koordination, die sie mich oft nicht mitspielen haben lassen. Also ich bin jetzt nicht so die Spielerin, aber so was du jetzt da erzählst, das ist ja, also du erzählst immer wieder mal von Spielen, wo ich mir denke, ja, das könnte mich ja dann doch reizen. Ja, das tut sich einfach. Jetzt finde ich, geht gerade so über den Spielen, dass die immer wieder neue Sachen versuchen und so ein bisschen neben dem Ton erzählen und aus der Art schlagen. Das ist so. Ich glaube, man muss da ja auch grundsätzlich sagen, es gibt ja Spiele, wo es nicht auf Reaktionsgeschwindigkeit ankommt, die einfach praktisch pausierbar sind oder wie Adventures, wo du endlos Zeit hast zum Denken, wo keine Uhr mit drin ist. Die Geschichte war einfach die, dass wenn ich irgendwo hingegangen bin, weil ich hatte ja meinen eigenen Computer, dann hatte ich nicht die Auswahl, was ich spielen möchte. Und dann habe ich halt irgendwann tatsächlich das Interesse verloren. Ja. Aber es gibt jetzt zum Beispiel noch Nischen im Internet, wo aktiv Text-Adventures auch gecodet werden, was natürlich auch eine super schöne Sub-Sub-Sub-Gruppe ist. Ja. Ja, habe ich ja eh auch erzählt von 80 Tagen um die Welt. Ja, das ist ja im Prinzip ein Text-Adventure, ne? Eigentlich schon, genau. Das ist sehr, sehr textzentriert. Mhm. Ja. Ja, ich habe noch eine Serie, die ich mir angeschaut habe. Ich habe mir ein japanisches Anime angeschaut. Oh, schön. Heldensagen vom Kosmosinsel. Also der Titel klingt jetzt grammatikalisch völlig falsch. Aber du wiederholst ihn auch so. Das ist wahrscheinlich dem Schreiber gar nicht bewusst gewesen, weil das war ein Japaner und er hat diesem Buch damals diesen Titel gegeben. Mhm. Dieses Anime heißt auch so und es gibt dann noch ein Manga dazu. Das basiert alles auf diesem Buch und der Titel ist deutsch und die Charaktere, die vorkommen, lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Und zwar einmal die mit deutschen Namen und die mit englischen Namen und ab und zu mal ein paar asiatische Namen. Diese Unterteilung hat in der Serie im Prinzip einen Zweck. Und zwar, es sind zwei Reiche. Das eine ist ein Reich von vielen Planeten im Jahre 3000 irgendwas nach unserer Zeitrechnung, die dem preußischen Reich nachempfunden sind. Und das andere Reich ist der USA im Prinzip nachempfunden. Mhm. Dieses USA-artige Reich, das ist das Reich der freien Planeten oder die Allianz der freien Planeten. Die haben offiziell eine Demokratie, aber man merkt schon, dass das Militär da ziemlich herrschend ist und das preußische Reich, also nachempfundene Reich, das hat eine Monarchie. Mhm. Diese beiden Reiche stehen seit Jahrhunderten in dieser Geschichte im Krieg gegenüber. Und es gibt durch diese Galaxie nur zwei Berührungspunkte, wie man zu dem anderen Reich hinkommt. Also über eine Straße sozusagen durch die Galaxie. Die eine Straße wird dann von einer Festung namens Iserlohn beschützt. Also das ist natürlich auf der deutschen Seite. Deutschen Seite. Ich habe jetzt leider vergessen, wie die heißen. Mir fällt's auch die Amis mehr. Haben auch eine Festung auf ihrem Eingang, nein, oder? Aber schon in den ersten Folgen nehmen sie die Festung ein. Oh Gott, ein Spoiler. Und ich habe das nicht mitgekriegt, das Ganze ist eine TV-Serie oder das, was du jetzt erzählst? Weil du hast gesagt, es gibt sowohl Anime. Als Spiel, also es ist eine Anime-TV-Serie. Also ich habe das Anime mir angeschaut. Also ist das ein Film oder mehrere? Das sind 110 Folgen. Wo hast du die geguckt? Online? Ja, online. Okay. Also die laufen jetzt gerade nicht irgendwo? Nee, die Serie stammt aus den 80er, 90er Jahren. Okay. Das ist so ein kolorierter so Manga-Stil, also so eigentlich Heidi-Grafik. Ja, Anime, wie man es halt so kennt. Okay.
und cool oder für eigentlich Erwachsene gedacht oder mehr für Kinder? Das ist für Erwachsene gedacht, eindeutig. Mhm. Jugendliche werden das auch nur schwer verstehen können, weil es ziemlich politisch zugeht. Mhm. Also es herrscht zwischen diesen beiden Reichen Krieg, aber trotzdem ist dieser Krieg ab und zu ziemlich präsent und trotzdem hat es eher so eine politische Komponente, weil diese ganzen strategischen Teile sind so seltsam, dass man sie nicht verstehen kann. Also für mich ist das ziemlich unverständlich, diese Strategie, die jetzt angewendet wird. Wichtig ist nur, das ist jetzt einfach passiert und es ging für diese Gruppe halt gut aus. Die Technik, ist die eher steampunkig oder ist das Science-Fiction? Das ist alles Science-Fiction. Die fliegen mit Raumschiffen herum? Ja, einfach. Und alles, oder? Ja, also Roboter kommen nicht vor. Es, die Kulturen sind auch ziemlich unterschiedlich. Diese die freien Planeten sehen halt so typisch Science-Fiction-mäßig aus. Die haben Türme, haben Autos, die schweben und dieses monarchische Reich, das hat dann so richtige Rolls-Royce-artige Autos und ist sehr, ziemlich dörflich oft aufgebaut. Verdammt. Ja, da gibt es dann auch neue Sanssouci, das ist dann das Schloss des Kaisers, genau. Und so ist das wirklich halt aufgebaut, also ziemlich bäuerlich. Ja, jetzt noch zu den Charakteren, um die es geht. Es gibt im Prinzip auf beiden Seiten eine Hauptperson, um die es geht. Sie sind beide, zu Anfang an lernt man sie kennen und man lernt sie als gute Charaktere kennen. Das ist einmal auf der monarchischen Seite ein Reinhard von Lohengram. Und auf der Name ist das so schön. Ja, da gibt es auch das Flaggschiff Brünnhilde. Also wer solche Sachen mag, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Und auf der Freien Planetenallianz ist das Yang Wen Li. Mhm. Also ein japanischer Name oder ein asiatischer Name zumindest. Ja. Ist aber typisch amerikanisch. Und die beiden sind halt Strategen, die sich hocharbeiten in der militärischen Hierarchie. Und ja, sie haben ab und zu mal ein paar Berührungspunkte, treffen sich aber. Bisher habe ich die nicht ein einziges Mal zusammen gesehen. Mhm. Also sie treffen nicht direkt aufeinander. Ja. Sie haben völlig verschiedene Antriebe. Der Yang Wenli möchte eigentlich gar nicht beim Militär sein, der möchte Historiker sein. Mhm. Aber da er sich das Studium nicht leisten kann, ist er beim Militär. Und Lohengram hat einen anderen Anreiz aufzusteigen, und zwar seine Schwester. Die ist nämlich, wie nennt man das nochmal? Na, also das Konkubine des Kaisers. Mhm. Und er möchte sie wieder sozusagen befreien. Ja. Irgendwie. Und dazu müsste er im Prinzip Kaiser werden. Ja, das sind diese Antriebe. Und es gibt auch auf beiden Seiten dieser beiden Reiche wirklich böse Personen. Also eigentlich sind die beiden Reiche besetzt mit guten und bösen Personen. Ja, und es ist ein bisschen schmalzig ab und zu. Das ist bei diesen Anime-Serien ja gerne mal der Fall. Gibt es epische Raumschiffschlachten mit tausenden Raumschiffen und planetaren Invasionen? Und das ist überhaupt witzig, ja. Also diese Raumschlachten sehen so aus, da kommen dann mal eben, boah, das sind 20.000 Raumschiffe mit 30 Millionen Soldaten, gerade auf der einen Seite, und auf der anderen Seite weniger. Und was man sieht, sind ein, zwei Raumschiffe im Vordergrund und im Hintergrund dann ganz, ganz viele aneinandergereihte Punkte im Hintergrund. Also nicht, dass ihnen beim Zeichentrick die Effekte, das Budget für die Effekte ausgegangen ist. Auch die Hintergründe musst du auch zeichnen, das ist ganz... Ja, aber es ist wirklich im Hintergrund und da bewegt sich nichts. Das Raumschiff fährt dann dran vorbei. Ja, es gibt Raumschlachten, Planeten sind auch dann ab und zu involviert. Ja, gehen dass Sie auf Planeten, auf Fremde und sieht man so ein bisschen... Ja, durchaus. Hm? Ziemlich zu Anfang, zum Beispiel Iserlohn wird ja eingenommen von den einen und es ist... Ja, es klingt gut, es klingt so nach dem, das könnte ich mir auch. Ich habe jetzt lange keine Animes mehr geschaut, war eine Zeit lang schon ziemlicher Anime-Schauer. Ja.
Und das Interessante kommt wahrscheinlich erst noch. Es gibt nämlich noch zwei Parteien, die wirklich nicht wirklich sehr deutlich vorkommen. Einmal gibt es die Fäusen oder Fäuzen, ich weiß es nicht genau. Es gibt übrigens auch einen Adligen namens Flegel. Und einer der Hauptcharaktere heißt auch noch Kircheis. Das ist auch schön. Und, okay, das erzähle ich nicht. Also das ist sehenswert, das erste Aufeinandertreffen von Kircheis und Reinhard Lohengram. Das Ganze ist jetzt mehr so personenzentriert und so schmalzig oder auf Liebesding oder mehr so auf Game of Thrones oder Intrigen? Das ist ein guter Vergleich mit Game of Thrones. Im Prinzip, falls jemand sich denkt, ja, Game of Thrones ist interessant, aber da kommen mir zu wenige Charaktere vor. Dann ist diese Serie auf jeden Fall abgeschlossen. Ja. Meines Wissens schon. Ich habe es noch nicht zu Ende geschaut. Ich bin erst bei Folge 21 oder sowas. Okay. Vielleicht zu der Entstehungsgeschichte der Serie. Die ist in den 80er Jahren entstanden, die Serie, aufgrund des Buches. Und es handelt sich hier nicht um eine TV-Serie, obwohl sie schon bereits im TV lief in Japan, sondern um eine OVA. Das heißt, die wurde einzig und allein für Videokassetten produziert, dann später DVDs und inzwischen Blu-rays. Hat sich mehr erlauben können. Ja, und die Serie hat damals schon pro 20 Folgen oder so, 25 Folgen, mal eben, ich weiß gar nicht wie viel, 100 US-Dollar gekostet. Und also umgerechnet. Ich kenne nur US-Dollar-Preise so ungefähr. Das sind unglaublich teuer. Also war die gleich von Anfang an ein Geheimtipp angefragt sozusagen? Ja, also die haben gesagt, wir suchen so und so viele Leute, die an der Serie interessiert sind. Die müssen sich verpflichten, jedes Mal im Prinzip per Abo zu bezahlen. Und dann produzieren wir die Serie. So ist die entstanden. Und die hatte dementsprechend. Das ist ein Kickstarter-Modell. Ja, interessant. Und das ist in Japan gar nicht so unüblich. Jetzt immer noch kostet die Serie, wenn man sie haben wollen würde, in Japan oder überall anders 2000 US-Dollar ungefähr. Also legal kommt man nicht so einfach dran. Aber du hast das selbstverständlich legal. Nein, ehrlich zu sein, nein. Es ist nicht, es ist unmöglich, an die Serie wirklich kostengünstig legal ranzukommen. Warum ist die so teuer? Ist sie so das kult ist inzwischen? Oder nee, die hat schon von Anfang an so viel gekostet. Okay. Also ich habe mal gehört, dass Animes teuer sind, aber so. Also man musste etwas über die japanische Kultur vielleicht wissen. Bei denen sind DVDs und also alles Videomäßige sowieso viel, viel teurer als hier in Europa oder in den USA. Die Preise sind, da kostet mal ein Film 50 Euro umgerechnet. Das ist das Zweieinhalbfache. Ja, es kann ja jetzt nicht sein, dass die Japaner technisch zu doof sind zum Raubkopieren. Vielleicht damals schon und vielleicht sind sie auch vielleicht sind sie bereit dafür zu zahlen so viel. Ich weiß es nicht. Oder die holen sich ihre Kosten so rein. Dadurch, dass also quasi verkaufen einen Für Film mich klingt und das dann Ganze ein bisschen nach Social Kopien Engineering, davon. Dass du ein Gut künstlich verknappst, um einen sehr hohen Preis bei einer sehr kleinen Zielgruppe zu rechtfertigen. Ja, das ist einfach das am ist ja, es ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, wieso in Japan, das sind keine irgendwie exorbitanten Preise für japanische Serien, sondern nur für uns unverständlich. Ja. Also noch etwas, die Serie gibt es da dementsprechend nicht auf Englisch oder Deutsch, die wurde noch nie übersetzt. Ist auch gescheiter. Also ich finde Japanisch mit Untertiteln ist überhaupt die einzige Möglichkeit, gescheite Möglichkeit, sich solche Anime-Filme anzuschauen, weil einfach die Intonierung, dieses Theatralische, das braucht das Japanische. Wenn das auf Deutsch oder Englisch hörst, also ich vertrag das überhaupt nicht. Ich kann das, du brauchst einfach auch die japanischen Sprecher. Bisher gibt es nur, ich glaube, 17 Folgen auf Deutsch, der Rest ist höchstens auf Englisch zu bekommen. Und es wird auch immer eingeblendet, wenn eine Person vorkommt, wer das jetzt ist, weil du kannst dir die Person nicht merken, besonders mit den Namen nicht, das sind einfach viel zu viele. Und die werden auch tatsächlich auf Deutsch und Englisch eingeblendet. Ab und zu kommen sogar Liebesbriefe auf Deutsch vor. Was ich ja voll lustig finde, ist, dass ein Japaner so deutsche Konstrukte macht. Da gibt es, wie war das nochmal? Also wenn du japanische so Schmalz
TV-Serien guckst, gibt es eigene Foren, TV-Addicts und so. Mhm. Also Serien-Addicts. Okay. Und dann ist oft dort mal als Gag irgendwer bei Musikerserien zum Beispiel deutscher Protagonist eingebaut. Also in den Japaner, der dann eine blonde Perücke hat, haben und da einen, spricht, einen das ist ganz lustig. Ich habe noch nie eine japanische Serie so bewusst gesehen. So. Okay. Also da kann ich empfehlen, wenn du das ein bisschen Deutschland durch das für uns doch manchmal skurril anmutende japanische Prisma sehen möchtest, das ist eine Serie namens Monster. Und handelt über einen japanischen Arzt, der in einen Mordfall verwickelt wird und durch Deutschland dann flüchtet. Und du siehst halt, es ist einfach königlich, ich kann jetzt keine konkreten Beispiele, aber wenn du dann die Straßenschilder und so, was den Japanern so als urdeutsch vorkommt oder so, oder Polizist, oder wenn die Deutschen dann wirklich Würstel mit Sauerkraut essen. Ist das so wie Aliens? Ist, also all diese Sachen kommen drinnen vor und ansonsten hat man halt eine so eine Dr. Kimball auf der Flucht Geschichte drinnen und eine ziemlich absurde DDR-Verschwörungs- beziehungsweise da geht's ja, also kann man mal reinschauen. Es ist halt lustig wegen diesem wirklichen Deutschlandbezug. Ja, ja. Da gibt es ja oft, in NGE kommt Seele vor, das Wort Seele, das ist eine Organisation. München kommt in Full Metal Alchemist vor. Ah. Das ist jetzt schon ein Spoiler, das ist nämlich in der allerletzten Folge, kommt München vor. Aber das ist halb so wild. Das, bis Ende ist es völlig uninteressant, das München vorkommt. Sag mal, den Träger, die Ohren auf. Ja, ja, das, na, ist, das kann dir wurscht sein. Okay. Also es wird erwähnt sozusagen. Ja, aber weswegen... Aber kommt dann das, vor. Okay. Ja, das ist echt witzig. Schön. Und überhaupt Full Metal Alchemist ist ja sozusagen ziemlich viel mitteldeutsch-ländisch angehaucht. Ja. Und, das ist eine ganz große Serie. Ja, ja. Gibt es ja auch dann Brotherhood, das ist im Prinzip eine Neuinterpretation der ersten Serie, die sie sofort produziert haben. Ja, komisch, bin ich immer die Japaner. Ich glaube, ich habe da voll eine Bildungslücke in eine Richtung, in eine Filmgenre-Richtung. Ja, das ist ein eigenes Universum. Wie gesagt, ich habe da in den letzten Jahren auch überhaupt nichts geschaut und hatte so eine Phase. Aber du hast ja auch eine Serie geschaut. Naja, ich bin, ja, das ist ja Dr. Who und ich, ne? Ja. Mhm. Ja. Was ist das? Was ist das für eine Geschichte? Welche Staffel oder ist das die allerneueste? Oder? Ich kann ja nicht Dr. Who rückwärts schauen. Das geht, das bringe ich irgendwie nicht übers Herz. Okay. Nee, es gibt seit 2000. Was jetzt gar nicht, 2009 oder 2010? Also in den 2000ern haben sie angefangen, nochmal die neu aufzulegen. Ja, ja. Und es war dann die erste Folge davon, ist der 9. Doktor gewesen, wenn ich mich nicht irre, der 9. genau. Mhm. Und damit habe ich angefangen zu schauen. Ist das, wo seine Freundin so eine kleine Schwarze ist? Nee. Oder wieder andere? Okay. Nee, eine blonde Verkäuferin, hellblonde Verkäuferin. Ist ja eigentlich in einem Modegeschäft. Ja, ja, okay. Doktor halt, muss man Fan sein. Also von den Neuen. Ich habe deswegen, weil ich bei Netflix geschaut habe und die haben die alten nicht, sondern nur die Neuen. Und dann habe ich da reingeschaut und habe ja, glaube ich, hier schon mal bei den Biertauchern irgendwie geschimpft, dass sie irgendwie so tolle Voraussetzungen haben und irgendwie nichts draus machen. Weil ich das immer so schade finde, das war so guter Mensch gegen böses Alien war es immer. Und ich fand es einfach so ewig schade und fand es ein bisschen fad einfach. Ja. So, und dann habe ich mal letztens gedacht, naja, gibt es dem Doktor nochmal eine Chance? Dem neuen Doktor. Dem neuen Doktor, der ja in jeder Folge auch wieder wechselt. Und ich hatte geschaut, die erste Staffel jetzt quasi von den neuen zu Ende und dann die erste Folge von der zweiten Staffel. Mhm. Und da mochte ich den Doktor schon überhaupt nicht. Den fand ich so, mir war der unsympathisch. Das, keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht mehr, was das für ein Schauspieler war. Und habe dann so reingeguckt bei Netflix und stell fest, die gibt es da nicht mehr, die Staffel. Und dann habe ich mal geguckt, ja, das ist nämlich so, dass Netflix wohl gerade relativ viele Serien rausschmeißt, vor allem BBC-Serien, weil ihnen die zu teuer sind. Aha. Und die jetzt den Doktor einer nach dem anderen offensichtlich vorhaben, da rauszuwerfen. Dann haben wir gedacht, naja, so blöd habe ich ihn jetzt auch nicht gefunden. Jetzt schaue ich es halt nochmal weiter. Da haben wir gedacht, dann schaue ich nochmal, weil es haben ja ganz viele Leute gesagt, ja, das hängt von der Staffel ab und von den Personen und von dem Doktor und überhaupt sind die ganz unterschiedlich und jetzt gib ihm halt eine Chance. Mhm. Jetzt habe ich mit der dritten Staffel angefangen und konnte nicht mehr aufhören. Wirklich? Weil, ja,
Ich weiß es jetzt nicht, wie es mit der vierten ist, ne? Aber es ist tatsächlich so. Also das ist immer der Doktor und der ist mir jetzt ganz sympathisch. Ich habe keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt. Ich hab's auch vergessen. Und die Begleiterin ist die Karen, die aus Guardians of the Galaxy. Okay, ja. Und die fand ich ja da schon cool. Irgendwie. Und die ist total super. Das ist auch nicht so diese klassische Damsel in Distress. Also muss man das erklären? Ja. Ja. Genau. So, nee. Okay. Sondern die ist halt, die hat ihren eigenen Willen und die sind gleichberechtigt und cool. Und was aber ich Staffel 3 hast du gesagt? Das ist jetzt die dritte von den neuen. So ist das zu zählen, ja. Das ist jetzt zählen, der elfte Doktor dann, wenn ich mir nicht verzähle. So. Okay, bin ich dabei. Und da finde ich es auch schön, dass die Geschichten, also natürlich gibt es da immer die bösen Aliens, aber das ist nicht mehr so schwarz-weiß, sondern es sind halt tatsächlich auch spannende Geschichten, wo ich dann wissen will, wie es ausgeht. Ja. Bei den anderen wusste man immer schon, natürlich besiegt der Mensch irgendwie das böse Alien und jetzt weiß man es halt irgendwie nicht. Ich bin mal gespannt, es kann sein, wenn ich die Staffel zu Ende habe und dann gibt es wieder einen neuen Doktor, dass ich mir wieder denke, ich habe keinen Bock mehr. Schade. Das wenn man sich an einen Doktor gewöhnt hat. Das mag durchaus sein, weil die tatsächlich, ich weiß es jetzt nicht, müsste ich gerade mal schauen, ob dann die auch unterschiedliche Leute jeweils die Staffeln schreiben. Aber die sind von den Stories her so wahnsinnig verschieden, dass man das... Es gibt ja sogar eine Doktorfolge von Douglas Adams, glaube ich, ne? Eine Folge. Von ganz früher, also 60er, 70er Jahre Doktor. Ja, ich überlege gerade, ob es eine Folge oder eine Staffel in den Folgen ist. Ja, aber die dritte Staffel von Dinge. Weil ich habe auch einen schwierigen ersten Anlauf gehabt mit dem Doktor Who. Eine Folge gesehen, da ging es irgendwie um, keine Ahnung, so auf Schaufensterpuppen zu sehen. Ja, das ist die erste Folge von der ersten neuen Staffel. Aber da war die ganze Staffel war da okay, so. War weil man so dann, und die nächste war dann ging dann noch los mit, ach nee, und jetzt ist mir der Typ hallo unsympathisch. Ja, noch das, genau, dann noch das. Nee, und dann war wirklich so, also so ganz, ganz andere Charaktere, andere Geschichten, ich fand es spannend. Ich kann das, du sprichst mir voll aus dem Herz, weil ich habe einmal auch ein bisschen Doktor geschaut, ich glaube die mit der Guardians of the Galaxy Begleiterin. So und dann war so ein Doktorwechsel, weil ich entweder eine Staffel nach vor oder zurückgeschaut habe und dann habe ich es überhaupt schon nicht mehr mögen, weil jetzt habe ich mich gerade an den Doktor und seine Freundin gewohnt. Ja, ich war dann eher so, wo wir den neuen gesehen haben und gedacht, oh cool, den mag ich jetzt wieder. Also, ja, wie gesagt, mal schauen. Also ich habe jetzt wirklich an zwei Abenden fast die ganze Staffel. Sehr gut. Ich bin ein bisschen Watcher, wenig Schlaf gekriegt. Ich muss jetzt heute vielleicht noch fertig schauen, kann sehr sein. Ja. Cool. Dann gebe ich auch noch eine Chance. Ich habe ein schönes Politbuch, aber ich erzähle es nächste Woche. Okay. Wir haben direkt viel Politik heute schon gehabt. Ja, na, wir haben jetzt nicht viel gequasselt. Wie schaut es aus? Machen wir Schluss? Oder hat jemand noch jemand etwas? Ich habe lauter Kleinigkeiten, die ich nächstes Mal erzählen kann. Ich bitte rituell um eine Feedback-Vergebung, dass ich wieder Feedback verlesen kann. Bitte, ja. Bitte feedbacken. Okay. Na dann, tschüss, schön war's und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.